Ich denke auch. Hier ist ein Feuerzeug. Oh. Gag vorbereitet. Zu früh gekommen, wie so oft im Leben. Herzlich willkommen zu Dienstag. Heute mal mit Simon Kretschmer, die Frisur Gottes, Etienne Gade. Was bist du? Ja, die Frisur Gottes. Wie, du hast nix? Nee. Warte, ganz kurz. Die Kappe Gottes? Ganz kurz. Ganz Moment, schnell. Du, den Moment, wo er... Oh, ich verstehe. Warte. Ah, okay, du wolltest aufnehmen in dem Moment. Leute, das ist ganz kurz. Ja, okay, er hat nichts. Kein Wort, kein Spruch, nichts. Kein Diss. Wie viel ist heute? Der wievielte ist heute? Heute ist 25. Der Tag. Sehen Sie mich! Können Sie uns hören? So, ihr Lieben, bist immer noch hier ein Cold Opener, der soll schnell gehen und knackig. Ich bin übrigens auch dabei. Das ist gut für die Jungs, denn die haben ja nix, auch kein Skill. Das bringe ich mit. Jetzt geht's los. Beanstalk, seid dabei. Okay, also ist auch ganz gut. Gibt es eigentlich eine Mod, bei der bei Ballerspielen immer nur so Peng, Peng, Peng gibt's, ne? Ah, oh, das wäre herrlich. Oder? Für irgendein Spiel. Gibt's bestimmt. Wahrscheinlich immer schon. Peng, 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 Peng. Aber bei Call of Duty, wo die Leute das alle so ernst nehmen, wäre das besonders lustig. Alles ist total hyperrealistisch. Aber Peng, schön ist es nur, wenn du den anderen deine Geräusche aufzwingen kannst. Oh. Wenn du irgendwie. Pew. Ja, dass die dann die ganze Zeit deine Geräusche für ein Play, wenn sie richtig demütigen willst. Finde ich cool. Wir wollen heute, aber es gibt, eigentlich wollten wir heute hier den 80er Action Bundle spielen. 80s Action Hero. Du zeigst das. Und zwar werden wir die Map spielen, aber wir werden uns die Skins nicht kaufen. Wir, das stimmt wohl nicht ganz. Denn einer hat's groß und fett und will jetzt live on air ein Bundle kaufen. Ey, und das, wir haben das nur gemacht, weil die 500 Punkte, die ich jetzt noch dazu gekauft habe, 5 Euro ist eigentlich echt viel, ne? 5 Euro kostet, habe ich gesagt, komm, Schwamm drüber. Und jetzt weiß ich aber nicht, hast du nicht gesagt, ich kann unterscheiden zwischen verschiedenen Packs? 5 Euro kostet das jetzt, die 500 Punkte, die dir noch gefehlt haben. Ich will nur den Skin hier. Genau, das hätte man sagen müssen. Es kostet 2.400 Euro. Wir haben mich gewählt, weil ich eben nur noch 500 Punkte brauchte. Jetzt habe ich hier Rambo. Was ist hier, Zirkus Direktor? Was ist das denn? Nee, das ist nicht zum 80s Pack. Ja, denke ich mir auch. 80s Packs sind Rambo oder John McClane. Es ist eine richtig schwierige Entscheidung, finde ich. Man sieht ja auch nicht den Skin, man sieht ja hier nur die... Nur das Bild? Nee, die Waffen kriegst halt auch, ne? Die modifizierten Waffen da. Ja, aber ich nehme an, ach nee, Moment, dann hat doch er, hat doch wahrscheinlich eine ja, doch. Machine Gun? Sind das die richtigen, ne? Er hat ja eigentlich die meiste Zeit das ikonische, die Pistole halt. Hat er ja schon ziemlich lange, ne? Ja, die so. Mit dem Tape. Am besten, genau, eigentlich müsste er die Pistole hinten so an den Rücken getaped haben. Du darfst drei Waffen tragen. So. Ach, das ist besser daran? Moment, nein, das muss ich noch mal grade gucken. Komm jetzt, kauf, wir wollen zocken. Aber du hast recht. Ich habe ein echtes Rambo-Messer. Die gehören dir alle. Das Rambo-Messer. Nee, weißt du was? Nee, John McClane hat die cooleren Waffen. Ist so. Ich nehme den jetzt. So. Jetzt kaufen. Das sind diese Unpackaging-Videos, diese React-Dinger. Die gehen mega. Ich glaube, meine Theorie ist, dass mit diesem Lootbox, wie die Lootbox designt ist, welches Geräusch sie macht, wie sie aufploppt, das ist Teil der Gewinnstrategie. Bei Blizzard zum Beispiel, bei Overwatch oder so, ist die richtig geil. Da macht's richtig Bock, auch bei Foot. Du musst eine Lootbox haben, die richtig Spaß macht, die was? Geiles Geräusch macht, eine coole kurze Animation, nicht zu kurz, nicht zu lang. Was wäre das Geräusch der Etienne Gade Box? Der Zonk. Das ist doch kein bejahendes. Nee, der Zonk. Ich fand eben, das Pups war ganz gut. Kann man immer haben. Oder so ein kleines Danke für dein Geld. Eine Frage. Danke für dein Geld. Katsching. Laden wir schon? Nee. Okay, weil dann macht das wir haben ja gewartet, bis du die Skills kaufst. Jetzt geht's los. Passiert schon. Ich würde nur ganz kurz, der Chat weiß es bestimmt. Meine Hoffnung ist, dass wir jetzt auf dieser 80s Map sind, wo es den Nakatomi Plaza gibt. Also eine von denen. Ne? Es gibt, glaube ich, auch noch einen Rambo Set. Genau, hier. Verdansk 84. Das ist nämlich jetzt die modifizierte Verdansk Map. Also normalerweise spielen wir immer Verdansk. Verdansk, ja, genau. Verdansk. Aber dieses Mal ist es Verdansk 84. Die französischen Nummerierungen sind es nicht wert, dass man sie sich merkt. 4 mal 20 plus 4 ist das Datum voll dumm. Auf Französisch. Wer hat sich das ausgedacht? Wer denkt sich das aus? Die dummen Italiener. Ich mache mir ja auch mal gerade den Chat an. Auf euch kann man sich ja nicht. Auf eure Aussagen, so. Was der Chat sagt, kann man sich ja nicht verlassen. So, Leute, hallo. Ich bin bereit, es lädt wieder mal zu lange. Ich mag nicht, dass es lädt. Wir dürfen diesen, da geht's schon los. Siehst du, ich wollte gerade sagen, wir dürfen diesen Motivationsschub nicht verpassen beim Simon. Wer gibt als erstes Kommandos? Willst du direkt loslegen, damit wir dich am höchsten Punkt der Motivation erreichen? Du meinst, als Teamleader bin ich bei, aber nur wenn ich die Musik kriege. Nur wenn ich die richtig geile Absprungmusik bekomme von der Regie. So, ihr seid eingestellt. Zeit zum Aufbruch.
So, und schon sind wir im Training. Das ist schon wieder viel zu schnell, die Maus hier. Ah, shit. So. Au. Der hier schon wieder. Wer hat an der Maus gespielt? Wieso? Was wurde. Okay, warte. Sag mir nicht, dass das hier die Steuerung nicht ist. Och, alles gut. Aber okay. Die Maus hat er irgendwie nicht übernommen. So, Leute, mir ist ganz wichtig, wenn wir jetzt in einem Team spielen, dass wir uns vorher überlegen, wo wir hinwollen. Ich höre euch übrigens gar nicht. Warum höre ich euch nicht? Du musst bei dir noch, glaube ich, aufdrehen. Dein Dreher ist nicht voll angeschlagen. Und ich habe so ein leises Vögelstimmchen. So, habt ihr denn einen speziellen Wunsch? Bei mir herrscht Demokratie zumindest vorher. Ja, halt was? Erster Platz, wer? Ist ja klar. Warum? Frage ist, wohin? Also, so wie wir spielen, würde ich sagen, Salzmine. Wieso höre ich euch denn nicht? Ja, du musst erstmal auf die Map gucken. Ja, ich sage ja, so wie ich. Ja, dann Salzmine. So wie wir spielen, war ein Gag und eine Beschreibung, eine Missionsbeschreibung in einem. Ach so, okay, Salzmine, jetzt habe ich verstanden. So. Ja, Salzmine ist doch cool. Okay, habe ich markiert. Wir kommen auch, das heißt, wir müssen relativ früh mit dem Wind rausfliegen. Hört ihr mich? Ja. Wieso höre ich euch nicht? Aber Nils, ich brauche deine volle Konzentration. Hörst du uns jetzt? Nee. Hallo, hallo. Nee, das ist so, die auf die Nils, bin ich auch schon gekommen. Nils, was? Ja, ich brauche deine volle Konzentration. Wir müssen jetzt gleich aussteigen. Direkt am Anfang. Wo denn es hin? Ist markiert, blau, 300, Ausstieg, jetzt. Ja, jetzt, okay. So. Ich bin unterwegs. Ich bin voll. Das ist die Mucke. Aber sie ist sehr leise. Aber okay, ich höre sie. Ah, wie kann man denn... Das war sehr dumm. Scheiße. Geh weg! Kamera, geht weg von mir! Das dürft ihr nicht zeigen. Wie krieg ich denn das Ding? Wie krieg ich den Fallschirm weg? Ich kann ihn nicht mehr kappen. C. Steuerung rechts. Alter. Okay, das wird... Holt es euch, Jungs. Ich hoffe, keiner sieht, wie dumm das bei mir ist. Aber ich habe irgendwie einen Fehler gemacht mit dem Fallschirm. Scheiße, jeder sieht's. Ihr müsst alleine euch durchschlagen. Ich versuche zu euch zu kommen. Ich mache den Rogue Agent. Das läuft schon wieder super. Kann es sein, dass meine Tastatur nicht funktioniert? Ey, meine Tastatur funktioniert überhaupt nicht. Das erklärt vieles. Können wir mal ganz kurz auf mein Bild für meine Ehre. Ich drücke, ihr hört es. Es wird gedrückt. Vorne, nichts bewegt sich. Nee, er bewegt sich ja wirklich nicht. Shit, dann macht ihr mal, Jungs. Ich guck mal, was hier zu machen ist. Was ist denn jetzt? Habe ich aus Versehen einen Kopfgeldauftrag aufgenommen? Das wollte ich doch gar nicht. Hier wird schon gestorben. Scheiße, es geht halt echt nicht. Ah, ich bin so dumm! Warum bin ich so schlecht in diesem Spiel? Bist du schon tot? Ja, wo seid ihr denn alle? Na, ich habe keine, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin irgendwo bei den Salzminen. Ich kann mich einfach nicht bewegen, meine Tastatur funktioniert. Ich hasse diesen Burst-Modus! Ich will nie wieder eine Waffe mit Burst-Modus. Eine sehr schlechte Zeit, um gejagt zu werden. Jetzt ist wahrscheinlich die schlechteste Zeit von allen Zeiten, die ich jemals gespielt habe. Außerdem höre ich euch nicht. Ich kann nicht in die Jogge gehen, ich kann nichts machen, ich kann mich drehen. Ah. Eddie ist 700 Meter entfernt, das ist alles, was ich weiß. Na, das und er entfernt sich ja mehr von mir. Okay, wir restarten hier gerade die Tastatur, das ist ganz komisch, die geht einfach nicht. Danke übrigens an dieser Stelle für die schnelle Reaktion der Aufnahmeleitung. Ey, der Nils mag es einfach im Gulag. Leute, wo seid ihr? Bist du raus schon? Nein, ich lebe, ich komme wieder. Wo seid ihr? Ja, wir geht sind leider immer noch in der Salzmine, logischerweise. Warte mal, irgendwas, ey, sag mal, ist hier umgestellt worden? Habe ich die Linkshändersteuerung? Kann es sein? Nee, du hast doch dich mit deinem Account eingeloggt. Das hab ich doch selber noch gesehen. Jetzt hast du die Party verlassen. Wegen Inaktivität rausgeworfen. Ich hab mich doch gedreht. Leute, wo seid ihr? Weg. Es ist, jeder gute Actionfilm braucht einen Solo-Performer, der von seinen anderen Charakteren im Stich gelassen wird. Keine Ahnung, warum ist das denn so komisch? Soll ich nochmal neu starten vielleicht? Ich starte hier nochmal. Ah! Okay, das war's. Bist schon wieder tot? Ja, ja. Ich habe nicht einmal Feindkontakt gehabt, dann bist du schon zweimal gestorben. Gut. Das geht ja gut los, Jungs. Ja, wieso sind wir eigentlich zusammen? Okay. Weil, was ist das für ein Zusammenhang? Ich hol dich gleich, kauf dich gleich zurück. Gleich Kohle. Aber das sieht gut aus, was ihr macht. Das sieht voll gut aus. Irgendwie. Das ist ein Team, das eigentlich. Wir müssen mehr an unserer Team-Performance arbeiten. Ach, das ist eine Schottie, ey. Siehst du? Hätte ich jetzt auch nicht getestet, hätte ich es auch nicht gewusst. Hätte ich gleich gewundert. Hm, gut. So, Warzone spielen. Ich warte halt natürlich, bis ihr durch seid. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ja, ich bin schon durch.
Kein Problem. Jemand im Chat fragt, ob wir Loadout eingestellt haben. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Das können wir gleich als nächstes mal machen. Loadout? Also du meinst, ob wir uns das konfiguriert haben? Was man sich holen kann, genau. Also du kannst den ja an der Box dann kaufen oder so, ne? Also ich habe das auf jeden Fall gemacht. Sehr gut. Ja, deswegen bist du überleben. Nicht so lange, bis ich an die Vorratskiste gehe, um mein Loadout zu kriegen und dann sterbe. Mal gucken, vielleicht entsteht dadurch aber wieder einer dieser Momente, Etienne, die wir von dir so lieben. Ihr liebt keine Momente. Doch. La 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 la, ey Leute, ich muss mich mal reingrufen. Könnt ihr mich mal irgendwie bezürzen? Könnt ihr mal meine Laune in Vibration? Ich versuche gleich, das ist alles noch Warm-up-Runde. Das ist, der macht seine Tastatur, du machst. Ja, aber du das grufst dich ein und gleich wird's richtig geil. Ja, aber genau, ey, sowas brauche ich jetzt. Ja, sag seid ich mal ja. Motivieren und freundlich und so. Ihr seid alle dödelt vor euch. Was ist hier los, ey? Ja, sollen wir einfach auch mal so eine Kollegialität mitstellen? Ja, Stefan Effenberg-Moment jetzt mal so. Ich dachte, ich hätte ihn schon ausgerüstet, aber ja, ich guck noch mal genau. Danke für den Tipp. Du hast genug Geld für mich übrigens. Ja, dann markier mir mal, wo ich hin soll. Da ist eine Versorgungsstation. Versorgungsstation. Ich mein, wir wissen beide, es ist rausgeschmissenes Geld, aber ich mach's. Willst du mich jetzt verarschen? Gerade sage ich noch, sag mal, was ist. Es tut mir leid, es war zu. Alles klar, okay. Alles klar. Jetzt sei nicht gleich sauer. Alles klar, ich hol dich hier. Ich muss mal kurz springen ans andere Ende der Map. Guck, da bist du schon. Sehr nett. Und ein Panzerplatten-Bundle kaufe ich kann auch. Kann mir jemand vielleicht kurz im Chat sagen, wie ich meinen Charakter ausrüsten kann? Das würde mir total helfen. Hier sind Waffen. Aber wieso höre ich dich nicht? Ich habe das Gefühl, wir reden alle aneinander vorbei im Moment. Ja, ich bin an der Mission. Entschuldigung, dass ich mich nicht mit dir unterhalte. Ach so, Entschuldigung. Nein, ihr macht alles richtig. Ey, es gibt hier so viele Karten und Dinge und irgendwas einzustellen. Wie soll ich denn hier rausfinden, wie ich einfach nur meinen Skin wechsle? Nicht durch die Fenster, Mann. Hier so. Ah, das bist du! Gar nicht! Das ist ein Gegner! Ich dachte, das ist der Nils. Danke, Leute, für den Tipp mit dem Operator. Ey, das war mein erster Versuch und ich finde ihn nicht. John McClane ist nicht aufzufinden. Oben das ist Dach ja irgendwie auch sein Job. Auf dem Dachboden ist einer. Ich dachte, das ist der Nils und motzt noch, warum er durch die Scheibe springt. Oh Mann. Weil ihr mich nur voll labert die ganze Zeit. Ja, es war ein bisschen viel, gebe ich zu. Aber ich finde John McClane nicht. Er ist mit mir da drin. So müssen die sich in Stirb langsam auch gefühlt haben. Mann, ja. Ey. Es ist halt, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich... Ist er jetzt bei mir mit drin? Da ist er, okay. Oh, wenn ihr jetzt auf meinen schaltet, seht ihr ein richtig geiles Introduction-Bild. Ich weiß nicht, ob ich einen Feind in meinem Hubschrauber hab. Ja, ich glaube ja. Kein Problem. Ich fliege ganz nach hinten. Dann flieg ganz nah an den Felsen und spring dann ab, oder? Ja, das habe ich auch schon überlegt, tatsächlich. Nee, ich bin, der ist nicht mit drin. Oh Leute, er hat den Move. John McClane hat den Move mit der Waffe am Rücken. Das ist sehr schön. Warte mal, ist da noch einer drin? Nein. Nein! Wieso denn? Ich hab ihn doch auch gehabt. Leute, ey. Komm, nämlich kauf dich zurück. Oh, wie lustig das gerade war. Ich war bis an die Zähne bewaffnet, hatte schon für Nils Panzerplatten gekauft. Hör unten ein Fenster kaputt gehen und Mods noch. Nils, nicht durchs Fenster! Schießt mir einfach einen Gegner in den Rücken. Ja, das sind berühmte letzte Worte. Ich hätte ja auch mal auf die Minimap gucken können, aber habe ich nicht. Warum denn eigentlich? Ich mach die mal größer. Kann man die größer machen? So, ich mach die. Ich spiele hauptsächlich nur noch Minimap. Ich hab nix. Allgemein. Hier wurde schon alles richtig gelootet, ey. Minikartenform. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, ich komme zurück und hol euch. Oh ja, jetzt habe ich eine Waffe, jetzt gibt's richtig Ärger, ey. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Ich hol dich, ne? Ja, Mann. Du hast dir keine Sorgen machen. Yes. Alle schauen gebannt Nils Bohmhoff bei seinem Versuch zu. Ah, wie ärgerlich, da hat man mal Loot, da ist man in einer guten Location. Und dann checkt man nicht, dass der Gegner kommt.
ist aber auch wirklich selbst verschuldet. Also fällt mir auch schwer, da jetzt die Schuld woanders zu sehen. Nein, das ist einfach. Ich finde auch noch so, ich hatte gute Waffen, ich war super. Es war alles. Aber ich habe ihn trotzdem nicht kommen sehen. Ah ja, hol ihn dir aus der Luft, ja! Alter, da hinter der Kiste, ne? Ach komm, ja! Nee, der siehst ja, eine Granate wäre auch gut gewesen. Immer im Nachhinein. Er hat sich an der Kiste erstmal Sachen geholt. Aber wäre die da nicht verschwunden? Nee, die bleibt länger da. Nils, war gut. Ja, dafür bist du sehr schlagfertig. Außer heute. Außer heute, aber generell. So, erneut spielen. Geht deine Tastatur? Also warte, bist du in der Party wieder drin? Jetzt geht alles wieder. Moment, ich teste noch einmal. Das ist nicht doch. Doch, es geht. Jetzt geht's. Kannst du in die Party reinkommen, bitte? Oh, wie so viele Buttons. Hier? Okay, warte, ich lasse. Ja. Nee, ich versuch's ja. Ich sehe nicht. Ich habe keine Freunde. Klick. Du lädst mich gerade ein, ja? Wieso höre ich euch nicht? Das ist doch total unangenehm für mich. Nee. Von mir rum. Da bist du. Ich hack mich hier rein. Der eine hört nichts, der andere kann ich schon nochmal. Bin ich der Typ, der immer irgendwelche Hardware-Pannen hat? Ich versteh's auch nicht. Ist alles jetzt schlecht, bei uns? Leute. Ich bin nicht mehr so. Nee, ich sehe euch nicht. Ich dachte, ihr wolltet mich einladen. Check. So, so ich geh jetzt einfach mal. Jetzt mach da oben rechts. Okay, okay, da oben rechts. Okay, okay. So. Ja. Ganz ruhig. So. Ey, das ist auch nicht anders als DJing. Und das kann ich ja. Was hier an diesen So, Battlefield Royale 3er. Jetzt geht's richtig los. So, Leute, wie hat euch unser Auftakt gefallen? Sind wir schon drauf, liebe Regie? Oder war das jetzt schon alles zu sehen? Oder? Das war Wahnsinn. Jetzt geht's nämlich erst los. Kann man vorher eigentlich alles rausschneiden? Kann man eine andere Ration machen? Kann man, machen wir neu. Komm. Herzlich willkommen. Wir rollen mit Hip-Hop. Ja, Männer, hier, lass doch mal. Der Nils kommuniziert doch gerade mit der Regie. Erstmal auch jetzt. Ist das jetzt schon Teil der Moderation, Nils? Oh, hast du einen Zuschauer? Da war ein Schwarm, ne? Ich habe einen gesehen bei Knossi. Nochmal eine andere Ration machen, aber die Regie möchte das. Okay, wir haben, glaube ich, noch mehr Zeit. Müssen wir nicht wirklich nicht verdödeln, oder? Los, jetzt her, komm, weiter. Ach. Danke für den Tipp, Chat. Das waren sehr hilfreiche Dinge. So, willst du noch mal Captain machen, weil es ja eben so mittelmäßig lief? Ey, Alu, ich finde, die Ansage vom Ort war gut. Der mit der Brille und dem weißen Pulli ist cool. Und das Hast du gerade gelesen? Und der Cap? Was sagt er? Ja. Trägt er auch eine Cap? Ja. Brille, weißer Pulli. Ach, und Cap. Meint er dich. Oder hat er geschrieben, der ohne Brille und weiße Cap ist cool. Nee, ich wollte. Und warum bist du eigentlich nicht. Warum hast du eigentlich die Teamklamotten nicht an? Ich habe die Mail nicht bekommen. Wieso hast du eigentlich keine Brille? Ich hatte vor kurzem in der letzten Game 2-Folge habe ich eine Brille und ganz viele Leute haben gesagt, die steht mir voll gut. Das fand ich interessant. Weil dann lass dir doch die Augen kaputt lasern. Ich hau mir einfach täglich drauf. Oder aber jetzt sag mal, du hängst doch dein ganzes Leben lang vom Bildschirm. Wieso hast du so gute Augen? Oder toi, toi, toi. Naja, noch habe ich sie. Toi, 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 ne? Naja. Was soll ich sagen? Aber wäre ja schon schöner für uns alle, wenn du auch eine Brille hast. Aber ich lass mich auch regelmäßig testen. Das ist ja geil. Mein Charakter hat noch nicht mal Schuhe an. Das muss man sich eigentlich. Guck mal ganz kurz. Vielleicht sieht man das nämlich sonst nicht. Ja. Wann sieht man das schon am Tag? Moment. Nein, falsch. Na, egal. Da sieht man es doch. Ah, ich werde beballert. Ne, der Zuschauer sieht jetzt nicht. Egal. So. Man wird schon wieder in der Luft abgeballert, ne? Keine Schuhe. Das ist wirklich. Oh, ich hatte ihn noch im Visier, hab ihn gesehen. Ich wollte auch schießen, aber dann war schon die Schussmöglichkeit nicht mehr gegeben vom Spiel aus. Fünf Sekunden vor Ende des Timers. So, kommen. Jetzt muss Eddie sagen, okay. Oder macht Simon nochmal? Ich würde gerne nochmal zu kommen. Salt Mine, wenn okay. Das okay ist. Und ja, das ist okay. In dem Fall, er ist Salt Mine, oder? Da ist er wieder. Da ist er. Ist er da? Ist er ist wieder zurück in seinen Körper gekehrt. Ey, das ist so geil, wie er einfach daneben steht. Können wir das mal? Zu spät. Ah, schade. John McClane steht neben diesen ganzen voll ausgerüsteten sich. Leuten in seinem Unterhemd, in seiner Arbeiterhose und ohne Schuhe. Okay. Wir müssen ein bisschen warten noch. Achtung, nein, nicht so früh. Du kannst ja quasi im Sturz fliegen. Es geht los in 3, 2, 1, go. Ich hab das Gefühl, dass einer von euch immer schon bei 2 springt, weil er glaubt, er wäre dann der Erste. Böde, du bist aktuell vorne. Ey, sind wir eigentlich grün oder blau? Ich habe mir selber einen Marker gesetzt. Ja, den grünen oder den blauen? Ey, ich glaub es nicht. Warum setzt du einen anderen Marker als Simon vor? Ja, ich kann fucking schon wieder mich nicht bewegen. Das heißt doch, dass wir schon wieder unterschiedlich an unterschiedlichen Orten. Wir können ja nicht alle das gleiche aussuchen, Nils. Wir wollten doch einfach nur zusammenspielen. Es geht halt leider echt. Ich weiß, ich glaube, das liegt an dem Skin oder so. Kann das sein?
Ich habe keine Ahnung. Warum habe ich denn, warum kann ich meine Tastatur nicht benutzen? Eben lief sie doch auch. Das weiß niemand. Es ergibt keinen Sinn. Ich bin völlig irritiert. Wollen wir vielleicht einen Controller anschließen? Nee, jetzt. Nee, geht nicht. Ja, ich bin leider wieder raus, was soll ich sagen? Tut mir leid. Bin ich echt frustriert. Nur so für euch, wir haben das schon auch getestet. Nur nicht mit diesem Skin. Aber was, was das kann doch nichts damit zu tun haben. Ich habe mir irgendwas aufgenommen. Die Tastatur geht nicht? Ja, sie geht die. Mach mal in den Options, ob die auf Default, ob vielleicht sind die Tasten einfach falsch belegt. Nur im Menu ging sie ja. Das ist so komisch. Eingabe ich schon. Ich kann auch nichts umstellen. Glaubst du mir, wenn ich sage, I feel you? Ich hab das bei jedem Scheißspiel. Ja. Ja, aber dass die Tastatur gar nicht geht, ist ja auch komisch. Was? So, Nils. Warum ist dann. Lass uns treffen und geilen Scheiß zusammen machen. Ja. Aber ich hab noch nicht geilen Scheiß. Ich hol mir jetzt geilen Scheiß. Hier ist nämlich nichts. Scheiße, ich hab schon wieder geilen Scheiß, ey. Hast du geilen Scheiß? Ja, Mann. Das ist immer der Hammer. Ich hab auch genug Geld, um dich wieder zu beleben. Geil. Dann kann ich richtig waghalsig spielen. Simon hat die Party verlassen. Ich bin wegen Inaktivität. Ne, ich darf mich ja auch nicht bewegen. Ja. Es tut mir wirklich leid. Ich kann mich, nicht, ich kann mich nur entschuldigen, aber ich habe jetzt auch nicht so richtig gerafft, warum es nicht geht. Ich verstehe es wirklich einfach nicht. Ich wollte einfach vorher einmal testen, bevor ich wieder. Hier geht es doch im Menü. Simon, ich will nicht sagen, aber es hilft nicht so schrecklich. Ja, entschuldige auch, sorry. Ja, ja, ich bin ruhig. Ich hab Geld. Wer will was? Wer will Geld? Reg dich nicht auf, sei Teil der Lösung. Na, ich bin mehr. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Weil es geht ja im Menü. Es ist ja irgendwie ein Fehler. Starte mal ein Singlespiel. Oder starte mal ein Singlespiel und guck, ob es da geht. Ich probiere mal einen anderen Skin. Das ist das Einzige, was sich geändert hat. Was ist Totenstille? Totenstille, dann hört man dich nicht und du bist ein bisschen schneller. Das ist ganz gut, aber es hält nur so 20 Sekunden. Achso, muss man das aktivieren dann? Ja, ja, ne? Ja, hier ist auch Magnum ist natürlich schon geil, aber ich werde nichts damit treffen. Komm, das ist Quatsch. Okay, ich bin reich, ne? Ja, ich auch. Hast du Plates? Alles klar, cool. Dann müssen wir mal Richtung Kreis gehen, lass mal Richtung Westen. Okay. Oh, ist das etwa ein. Nee. Ah, doch. Geil. Rück zur markierten Position vor und sichert den Bereich. Lass mal, siehst du die Flagge? 160 Meter? Lass mal da hingehen, dann sehen wir als nächstes, wo der Ring als nächstes auftaucht. Hast du die Kiste eigentlich geholt, die noch ist? Nö. Nee. Das Gras breitet sich aus. Okay, wo bist du? Da. Okay, ich komm. Drohne. Ja, ist nicht schlecht fürs Endgame vor allem. Achso, hier ist das Ding hier. So, gleich sehen wir, wo geiles Sniper, ey. Gute Arbeit. Geil, jetzt krieg ich nochmal richtig geil, weil ich den Verfolgern entkommen bin. Alter, man muss echt einfach gut sein in dem Spiel, dann läuft's auch. Hey, siehst du, wenn du auf die Map guckst, siehst du, wo der Kreis als nächstes hingeht, okay? Wir müssen los. Kreis kommt. Ja, okay. Aber wir können jetzt schon den nächsten Kreis besiedeln, weißt du? Wir können uns schon mal was raussuchen. Zum Beispiel hier oben bei Summit würde ich gerne. Die Leertaste macht er. Ich gehe. Aber AWSD macht er nicht. Das meine ich. Wir brauchen ein Fahrzeug, um da hinzukommen. Das ist ein Träger. Simon, mach dich mal mute, während du mit AL sprichst. So, wir sind im Kreis und ich würde gerne da oben hin. Ich übernehme jetzt einfach mal Simons Kommando für diese Runde. Ja, ein Fahrzeug wäre geil. Brauchen wir nicht, komm, wir haben richtig viel Zeit. Hm? Wir haben richtig viel Zeit. Ja, also, wir können auch hinlaufen. Sollen wir da hinlaufen? Ja, natürlich. Okay. Laufen looten auf dem Weg dahin. Wo müssen wir denn hin? Da lang. 1000 Meter ist ja nicht weit. Im Haus können natürlich ohne Ende Leute sein. Achtung. Ja.
Da ist auch die Krone. Wir können auch auf die Jagd gehen. Ey, liebe, also, nee. Wenn wir eins nicht machen sollten, ist es auf die Jagd gehen. Der ist in dem Gebäude da, der Typ mit der Krone. Ja, hier? Nee, hier. Da im Rad, siehst du auf der Karte. Irgendwo in dem Gebäude, da sich verschanzt. Ja, ja. Oh, da kommt ein Auto, 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 pass auf. Okay, ist weg. Die vielleicht feigsten Call of Duty-Spieler aller Zeiten. Oder die smartesten. Die vielleicht smartesten. Aber wir wissen schon, wo gleich der geile Kreis ist. Wir überspringen sozusagen ein, wenn wir da hinkommen. Ich habe auch so eine geile Drohne, ne? Wie setzt man die Nummer in X? Ja, die kannst du später, wenn irgendwie Leute näher kommen oder so. Kannst halt währenddessen nur die Drohne steuern und nicht dich. Das ist also mich irgendwie verschanzen irgendwo, ja. Aber das ist echt ganz praktisch. Kannst du irgendwo komplett ein Gebiet scouten oder. Und ich glaube, man sieht dann sogar auch die ganzen Leute, die die Drohne sieht auf der Map. Aber da bin ich mir nicht 100% sicher. Warst du das? Nee, Kontakt, was? Hinter mir tot. Okay. Ja. Schaust du einfach ab, oder? Naja, wenn ich jetzt zu dir gehe, bin ich tot. Also kaufe ich dich doch lieber neu, oder? Kohle habe ich genug. Markier mir mal sonst an, wenn du nicht im Gulasch schaffst. Zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Nein, ist egal. Schalte sie aus. Glied ist erledigt und kehrt zur Basis zurück. Hast du Gulasch geschafft? Nein. Ist tot? Ja. Okay, dann markier mir ein Ding, dann kaufe ich ihn. Hier war schon einer. Tja. Da ist eine Versorgungsstation. So ein Ärgernis. 96 Meter. Okay, ich try. I try. Da-da-da-da-da and I try. Ich muss wegen Game aufpassen. Okay. Und hier sind Versorgungskisten. Der kam aus dem Nix. Oh, Vorsicht. Nicht ins Freie. Der kam doch aus der Richtung. Das. Ja, der will dich totfahren. Geil, die kämpfen untereinander. Der ist im Fenster. Ja. Nein! Der hat dich noch nicht mal auf, der hat gegen das Auto gekämpft. Der hat dich noch nicht mal auf dem Korn gehabt. Scheiße. Ach, du darfst noch mal Gulag. Ey, ich bin einfach die AK in Counter-Strike gewöhnt. Immer nur so tap, tap, tap. Und man muss, glaube ich, einfach draufhalten in diesem Spiel. Gut. Aber die hat auch ganz schön verzogen. Alter, was sind das hier? Double Magnums. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Lol. Ich bin nicht mal. Geht's jetzt? Ausprobieren im Menü ging's vorher auch immer. So. Wir haben jetzt einen Controller angeschlossen. Und. Ja, ich hoffe einfach, dass es jetzt geht. Im Chat haben Leute gesagt, es wäre ein bekannter Bug. Wir haben es ja echt gerade versucht. Keine Ahnung, was ich offen gesagt, ist mir das so noch nie aufgefallen, dieser Bug. Okay, ich lade dich ein. Ja. In Party einladen und sie annehmen. Okay. Einladen. Muss noch mal reinkommen. So eine Scheiße. Bidi, bip. Ey Leute, wisst ihr, was wir machen müssen? Markieren. Dann müssen wir uns angewöhnen.
flankieren. Markieren. Markieren. Ja. Ich habe mir nämlich jetzt gerade die Markierungstaste auf die Maustaste gelegt. Du hast vollkommen recht. Da gibt's gar nichts. Da hast du vollkommen recht, das mache ich jetzt auch. Mach das mal. Welche Taste ist denn das bei mir? Gehst du auf Optionen und dann auf Tastatur und Maus und dann auf Infos und Tastenkürzel. Infos und Tastenkürzel. Ja, und dann machst du mal auf Ping. Ist das genau. Ja, guck, habe ich sogar hier auf Ping. Oh, sogar ganz gut. Alles klar. Werde ich jetzt auch versuchen zu benutzen. So wie bei Battlefield Bad Company. Entschuldigung. Das wird selten gezeigt. Immer die Armbeuge. Warum nicht ins eigene Hemd? Mache ich auch manchmal. Ist doch viel besser. Bleibt alles so ein bisschen bei sich. Kannst du in den Haaren so wärmt. Ne? Es ist so Eigenwärme. Bei dem Haus würden alle sagen, ökologisch sinnvoll. Wenn es die eigene Pulli ist. Ich suche mal nach dem Gegner, während ich. So, ich warte übrigens mit euch. Ne? Wir warten beide. Okay. Nee, ich habe alles ist richtig. Ja, das Geilste ist ja, dass wir so viele Stunden on air abreißen im Laufe unseres Lebens. Jetzt gar nicht in letzter Zeit, wir haben keine Angriffsfläche bieten. Aber so im Laufe unseres Lebens ist, dass ich mir sehr, sehr sicher bin. Und deswegen ist es auch wichtig, authentisch zu sein, wenn man das macht. Dass irgendwann in 50 Jahren gibt es einen Algorithmus, der kann uns nur aufgrund dessen, was es so da draußen von uns gibt, wiederbeleben. Möglichst. Ach, du meinst als digitalen Avatar? Ja, ja, du meinst, der hat genug Informationen. Der hat genug Informationen, um zu sagen, okay, ich kann den wieder herbauen. Das Problem ist natürlich, ihr seid immer noch ihr. Also, das, ihr seid vielleicht auch noch eine. Du hättest aus dieser Formulierung auch wir sind auch immer noch wir machen können. Ja, aber ich habe bei mir Hoffnung, dass ich sage, dass ich als gesellschaftsfähiges Mitglied guck mal, in der Zukunft ist die Gesellschaft ja ein bisschen weiter vorangeschritten. Die sind einfach sozial einfach ein bisschen kompetenter und so weiter und so fort. Ich würde nicht weiter auffallen. Bei euch ist das ein Problem. Wenn ihr 50 Jahre nach eurem Tod wiederbelebt werdet, werdet ihr antike Fossile des menschlichen Miteinanders sein. Ihr seid ja jetzt schon negativ. Ja, ich glaube, ich denke auch so. Ich möchte eigentlich gar nicht, möchte diese Person, die ich dann bin, gar nicht kennenlernen. Ja. Was ich damit sagen will, das sagt man Netter jetzt on air. Das ist für eure eigene Zukunft. Ich höre gar nicht, ich bin auf. Aber hast du gerade gesehen, wie souverän und nett ja. dieser Modus hier, wie das hier lief, ja. wie wir hier auch nonverbal kommuniziert haben, weil das Mikro an war? Hat nicht ganz geklappt. Aber ich habe das beobachtet und ich habe Hoffnung in dich. Ah, so. Was kriege ich, wenn ich auf dem Turm lande? Verdammt, was kriegt man denn? Turm? Da ist irgendwo ein Gag drin, ich weiß es. Warte mal, ich sag dir gleich was. Ich sag schon drauf. Turm. Was? Gibt's eine Chance für einen Gag? Au. Niemand kriegt mich hier runter vom Turm. Ja, ja, ich guter Call of Duty-Spieler, ja, ich bin so richtig fetzig drauf, fetzig drauf hier. Oh. Fetzig drauf, das gefällt mir. Fetzig sollte es viel häufiger mal noch so als Wort geben. Niemand kriegt mich von diesem Turm, seht ihr, ich bin unbesiegbar auf diesem Turm. Also von oben auf den Fallschirm, das wird schon ganz schön. Ich bin auf dem Turm und ihr kriegt mich nicht, ich bin euer König. Du willst auf meinen Turm? Nein, das ist mein Turm. Und deswegen haben wir Polizei. Für genau solche Leute. Guck mal, man kann einfach wirklich mit einer Mac-10 auf 50 Meter gedrückt halten und trifft mehr. Ja, gar nichts. Triffst du? Doch. Ich habe gerade die Brüstung weggeballert. Die Brüstung? Die Rüstung. Ey, das ist nämlich das Ding, wenn du so ein Pro-Gamer bist wie ich, der ja von Counter-Strike kommt, was ja viel schwieriger ist. Und da die AK einfach gemastert hat, ist es sehr schwer, diesen Skill runterzuschrauben auf Call of Duty. Nee, jetzt sogar nur die echten Waffen Leute, gewohnt bin. Ja, so, Nils, sag mir, was du machen willst. Ich hab mich was entschieden. Mach einen Plan. Boneyard. Wo ist das? Da. Ich werde alsbald das Kommando zum Abspringen erteilen. Ja. Bitte warten Sie, geduldig. Bitte geduldig bleiben. 3, 2, 1, roll. Oh, ich kann mich bewegen. Ja, Mann, Simon ist an Bord, Alter. Mann, das ist geil. Das easy ist so win, Alter. Oh. Das ist ja fast schon im Ball. Ich finde auch, eigentlich sollte man mich einschränken. Simon? Ja? Du bist schon wieder komplett falsch. Wieso? Du hast mir das doch angezeigt. Jetzt wirklich ich. Ja, ich hab doch. Aber was mache ich denn falsch? Du landest schon wieder falsch. Zu früh, oder nicht? Ne? Ach, Entschuldigung. Das weißt du das nicht. Gar nicht. Ich bin hier vorne, deswegen kann ich dich schwer machen. Ich möchte mich nicht einschätzen. Umsonst geschimpft. Entschuldigung. Herr Kapitän, das ist völlig in Ordnung. Immerhin haben Sie es ja zugegeben. Entschuldigung. Ich möchte nicht, dass hier geschimpft wird, wenn Personen sich richtig verhalten. Oh, gleich mal ein rotes Kistchen hier, was? So, sehr schön. Mag ich. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt wird hier schön geballert, Freunde.
Ich will lang überleben. Hier ist diese Flagge. Die was Flagge, nimm, nimm. Ach, die Ziel ist das, ne? Und dann Punkte holen. Auftrag. Sehr gut. Die Lute. Was ist das denn? Ach, besser. Semtex nehmen wir auch mal. Komm. Nehmt euch die Platten rein. Zieht sie euch rein, die Platten. Wie? Zieht euch die neueste Platte rein. Oh. Was hab ich hier für eine Waffe? Ist sie geil? Okay, ich bin bereit für Action. Okay, ich bin überzeugt von dieser Waffe. Sie schießt gut. Drescher. Okay. Euch geht's gut? Ja. Bam, da ist schon der erste Down, der mich von hinten killen wollte. Ja, der ist Freunde. Moment, 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 das heißt aber, genau, wir müssen da hin. Was? Ja, der hat doch sicher nicht Freunde. Wie bitte? Der ist doch nicht alleine. Ja, aber der ist tot. Ja, aber der, das also, heißt, ey, der hat drei Freunde, Ede. Ach so. ich hab gerade Rambo gekillt. Können wir das vielleicht okay, auch mal feiern? Das ist ziemlich cool. Aber es sind ungefähr 20 Rambos auf dieser Strecke hier. Aber verteilt. Ihr habt vollkommen recht, jetzt weiß ich, was ihr meint. Es könnte noch einer sein hier in der Nähe. Oh, ich hab wobei Rambo durchaus meistens alleine ist. Das stimmt allerdings. Oh, aber John McClane auch. Er wird nicht mit roter Farbe geschossen. Was ist das denn? Einfach den Abzug drücken, wie im Western. Also ich muss sagen, die deutschen Zitate von John McClane sind schon ganz geil, wenn man so eine Waffe ansammelt und so. Dann kommt, ich kann es gleich mal zeigen. Sobald hier irgendwo eine Waffe ist. Da, hier, Achtung, Regie ist auf mir. Gut, Achtung, Moment. Hier ist eine legendäre, ich weiß nicht. Warum sagt er nichts? Ferroa, das ist ein Shotgun, glaube ich. Was, wer schießt denn da? Er sagt halt nichts. Jetzt sagt er nichts mehr. Was ist cool? Ah, ne. Kannst du haben. Ah, ne. Ne. Behalten. So, reicht jetzt. Jetzt sagt er nichts mehr. Okay, Leute, wir sind im Kreis. Ich sage euch jetzt, was wir machen. Ja? Wenn ihr ausgerüstet seid, bewegen wir uns anhand der roten Naht nach Norden und werden dann von dort in den Kreis hineinstoßen, wenn notwendig. Rote Naht Norden, okay. Gehst seid du voran, ihr bei mir? Oder? Ich gehe mal voran. Okay. Okay. Läuft ihr auch hinterher? Oder? Ja, nee, ja, ich bin hinter dir. Gut. Bin hier noch am Looten. Ja, okay, Ede ist weg. Sagt schon lieber gar nichts mehr auf. Könnte alles falsch interpretiert werden, aber der Ede braucht noch ein bisschen. Wir sind ja im Kreis, Herr Bödefeld, es ist meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass ein Teil unseres Trupps zeitlich es nicht geschafft hat, hinter uns herzulaufen. Ist bereits der Truppe ist bei euch. 100 Meter. Einkalkuliert. So. Befindet sich. Ich habe aus Versehen leider diese Rauchwolke. Aber wenn wir da zu dieser Fahne gehen, dann wissen wir, wo der nächste Kreis herrscht. Ne? Sag ich nur mal so. 170 Meter von hier. Er hat aber auch eine Fahne. Der hat eine Fahne. Er hat immer eine Fahne, morgens schon. Hier so. Sind noch, will noch jemand Dingsbums hier Panzerplatten? Nee, aber ich habe noch hier Bumsdings. Bumsdings hätte ich gern. Was immer das ist. Was immer das ist. Das klingt gut. Auf jeden Fall habe ich zu wenig Bumsdings. Alter, hier noch irgendwas Geiles. Ich habe eine Raumsonde, ein Sturmgewehr mit Visier. Ich guck's mir mal eben an. Wir sind in der. Boah, ist auch ganz geil. Ist selten oder ungewöhnlich besser? Selten ist besser, ne? Boah, die ist auch nicht schlecht. Ey, welches denn besser, ey? Also die Punkte sind ganz entscheidend. Ganz oft ist es einfach auch Geschmackssache, mit was man besser klarkommt, Leute. Die hat so einen Riff. Das Visier, das geht mir hier schneller mit dem. Da sind auf der Karte ganz viele Ziele, die angezeigt werden. Sollten wir dahin? Helikopter kommt auch noch. Bereits Geld. Ansage, Nils? Was? Feindliche Drohne über uns. Oder? Ja, genau, das meinte ich. Drohne. Ja, die wissen, wo wir sind jetzt. Ups. Okay, ich glaube, da hat jemand auf dich geschossen gerade. Ede. Nee. Nee? Hast du nichts gehört? Nee. Okay. Ganz komisch. Die AK nehme ich nicht nochmal. Die gehen mir auf den Sack, ey. Auftrag gescheitert. Feuer einstellen. Ich. Hier ist eine Panzerweste. Panzerung geordnet. Ach, vergesst es. Hier sind, ich habe auch Panzerplatten. Wenn jemand eine braucht, hier sind welche. Ich brauche keine Panzerplatte, brauche ich nicht. Meine geile Waffe bräuchte ich. Oh, geil. Nils, können Sie mir kurz sagen, Herr Kommandant, ob wir hier bleiben und uns verschanzen oder ob wir vorhaben, weiterzuziehen? Also, Sie haben völlig recht, wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Wir können passiv sein und warten ab, wo der nächste Kreis ist.
Wir bleiben so lange hier. Diese Drohne über uns. Diese fucking Drohne, kann man die mal... Wo ist die denn? Ich sehe keine Drohne. Oh, das war ich. Okay, da kommst du irgendwann mal die Waffen testen. Ich habe nicht das Gefühl, als ob hier jemand ist. Nee, das ist doch gut. Das. Ja, wir wollen doch töten. Kauft euch mal, wenn ihr Geld habt, ein Wiederbelebungskit. Oh, wo? Gibt's hier irgendwo? Ach, da ist ja ein. Hier in der Kiste. Ah, Eddie hat genug Geld. Simon nicht, aber wenn ich dir mein Geld gebe, hättest du immer noch nicht. Aber Eddie kann dir das geben. Wir schmeißen zusammen. Gerne. Wie geht das? Geld ablegen, komm her, Simon. Ja, ja, hier. Ich bin hier in der Ecke. Ui, da fliegt das Geld. Wie macht man das? Oh, das ist ja schön. Tab und dann draufdrücken. So, jetzt gibst du mal, wie viel, warte, jetzt gibst du mal Eddie, Simon auch was, genau. Und dann kaufst du dir auch ein Selbstbild. Hast du 4.000? Nee, ich hab mir selber eins gerade gekauft. Viel, hier, 300. Nee, es reicht, Simon hat genug. Ich. Okay. Kauf dir ein Selbstwiederbelebungskit, bitte. Ey, wir sind hier von dem Wald Simon, da oben. Hier. Ja, ich finde die Maschine, sorry, hier. Ich bin... Ja, da, okay. Ich spiele das nicht so häufig. Ich meckere dich ja nur an, damit du ich meckere dich nur an, Punkte. So, Wiederbelebungskit. Ja, Selbstwiederbelebungskit, so, genau. Gekauft. Oh, ja. Oh, oh. Das war ich. Ich teste Waffen, Leute. Sagst du mal vorher? Aber eher, okay, ich teste eine Waffe. Das klingt eher wie eine Granate noch. Das ist gar nicht so schlecht. Ist halt schwer, wenn man nie zum Schusswechsel kommt, beziehungsweise immer sofort tot ist. So, wir warten ganz ruhig. Okay. Ja, hier ist halt auch nicht der allerbeste Raum, aber gut. Wir werden wahrscheinlich eh gleich weiterziehen. Ja, ja. Jetzt hier ist erstmal niemand. 20 Sekunden bis mir mehr. Feindliche Drohne über uns! Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Oh. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. So, wir bleiben jetzt hier. Wir haben ganz gut, wir sind ganz gut. Okay. Das Gas verbreitet sich. Okay, wir sind immer noch gut. Wir sind genau am Rand. Wir können einfach hier bleiben. Wenn ihr wollt, ihr passiv spielen, dann bleiben wir hier. Oh, ja, lass doch ruhig mal passiv sein. Ich versuche meine Loadout zu kriegen. Ich hab was denn? Okay, wo? Ich da ist einer. Ja, direkt auf zurück. Dings Westen. Er ist schon tot. Direkt, schon wenn ihr rausgeht. Der weiß natürlich, dass ihr im Haus seid. Shit, ich hab ihn, aber Nils, Hilfe, hab ich ihn? Ja, ich hab ihn. Mach ihn alle. Hinter ihm ist ein Buddy, hinter ihm ist einer. Leute, ich hatte gesagt, lass uns geh doch mal schnell raus, kill den Typen. Ich bin, du hast dein Selbstbewilligungskit, ja, ne? Ja, ich bin ja auch, aber du, wo bist du denn? Du könntest doch längst... Nils! Ey. Was ist denn jetzt passiert? Ich raff nicht. Also der hat mich flankiert, das war auf jeden Fall uncool. Ganz kurz, Leute. Ich hatte. Ah! Wir sagen, einer macht die Kommandos. Ich hatte gesagt, lass uns im Haus bleiben und nicht zu dieser Kiste gehen. Jetzt gehen wir zu dieser Kiste und sind alle tot. Na, wir. Wage ich. Ich habe versucht, das Loadout zu holen. Ja, und ich hatte ja gesagt, lass uns alle drin bleiben und auch nicht das Loadout holen. Wir sind gut ausgerüstet. Und ich wollte aber Ede helfen. Wir hätten. Ja. Nils, wenn du mit rausgekommen wärst, hätten wir die erledigt. Nee, wenn ihr gesagt hättet, was ich mache, dann hätten wir es Chicken Dinner. Ja, aber es ist ja so. Kann man ja auch mal zugeben. Aber, als der Plan schief lief, hättest du schneller auf meinen Plan eingehen können, dann hätten wir nämlich noch einen Schuss gehabt. Der Typ war schon gekillt, weißt du, Nils? Da kamen zwei Typen. Den einen hatte ich gekillt. Ja, ich bin dann ja auch raus. Und dann bin ich auch mich wiederbelebt. Und da kam aber der andere. Ah, gelage, schlecht. Aber ich fand, das war jetzt auch irgendwie ganz lustig. Mir hat Spaß gemacht. Aber es war schon interessant, wie wir einfach innerhalb weniger Sekunden alles wieder über den Haufen geworfen haben. Vielleicht ist das das Kernproblem, dass wir uns zu schnell in Panik versetzen lassen. Einfach ein bisschen Pech einfach, dass da genau ein Typ langlaufen ist. Ja, es ist dadurch, dass lange nichts passiert ist, ist man so in Sicherheit gewogen worden. So. Ich habe jetzt 3.800, ich kann gleich einen von euch zurückholen. Aber ich bin leider beim Gulag nicht. Kannst du mich trotzdem wiederholen? Erstmal bin ich dran, ich bin immerhin zuerst gestorben. Kannst du gerne machen. Ich überlege nur wegen Gulag. Ja, ich brauche noch muss ich gewinnen, damit du mich wiederbeleben kannst? Nein. Ne? Aber ich konnte mich auch gar nicht selbst wiederbeleben, obwohl ich dieses für 4.000 arschteure Selbstbeleben. Okay, tatsächlich, jetzt jemand im Chat macht mich auch gerade darauf aufmerksam. Eventuell war das Testen der Waffen ein Problem.
Das ist gut möglich. Aber es ist, da wir muss man einen Schritt zurück und drei nach vorne gehen. Du musst ja irgendwann mal die Waffen. Das ist halt die Scheiße bei Modern Warfare. Naja, aber sie machen halt Peng Peng. Die Waffe. Nee, du musst schon wissen, wie die verreist oder so. Wenn ich das besser üben könnte, dann würde das schon helfen. Ich beschwere mich nicht. Ich freue mich auf eine weitere Runde mit euch. Wer ist jetzt der Chef? Ede? Ja, du wieder. Wie, aber wir hatten mich doch gerade schon zweimal, das hat nicht funktioniert. Jetzt war eben dann Nils dran. La, 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 la. Jemand hält die kalte Vernunft des Nils für am vertrauenswürdigsten. Da habe ich auch nichts dagegen. Kann man ruhig mal die kalte Vernunft walten lassen nochmal. Das hat ja eben immerhin ein bisschen funktioniert. Wir hören, weißt du was, wir hören einfach die Musik so gerne. Deswegen fiel mir so schlecht. Damit immer wieder das Intro kommt. Smart. Komm. All diese Ladezeiten. Und dann zeigt er doch noch eine Ladezeit. Ah, wir sind fertig, aber hier noch ein Bildschirm. Ganz kurz noch. Nur einen Moment, eine Sekunde. Ein Bildschirm. Ich hab Rambo getötet, wer kann das schon mit sich behaupten? Weißt du, was ich feiern würde, wenn man so Royal spielen würde und dann, naja, wenn wir alle drei tot sind, springen wir direkt ins nächste Royal-Spiel. Ja. Ohne das Ganze dazwischen. Ich brauche auch nicht, mir egal, wo ich lande, einfach direkt ins nächste. So. Sie sind überall. Ey, lass doch mal! Habt ihr gesehen, wie ich diese Windmühle nicht getroffen habe? Sie ist so groß wie, ey, Don Quixote wäre stolz auf mich, wie ich daneben geschossen habe bei diesem Riesending. So, Simon, sag an. Ich schlage vor, ich guck mir die Karte, Moment, wo ist die Karte, warum kann ich die, ach Gott, weil ich keinen, jetzt habe ich ja wirklich, ah, okay. Karte wird TV-Station, da zieht es mich einfach hin. Und da kann ich, wie kann ich dann Ping hinsetzen? Der Feind springt über dem Gebiet. Ja. Genug Training. Jetzt TV-Station. Ich kann sie leider, weil ich einen Controller habe, nicht markieren. Doch. Geil. Also TV-Station, mitten in the jungle. In the jungle. So, TV-Station, ne? Wir kommen von da, also würde ich sagen, ich zähle mal jetzt runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sprung! Okay! Oh, perfekt! Man muss bis 10 zählen, das ist das Geheimnis. So, alle bitte, alle, in diesen großen Klotz links, der so grün markiert ist. Keine großen Lootrunden, erstmal in diesen Klotz und versuchen, diesen Klotz zu halten. Dies ist meine Mission an euch. Das war ja perfekt. Ich hoffe, hier gibt es überhaupt was einzusammeln. Psst, bitte, dann aber jetzt auch dann nicht so viel labern. Okay. Shit. Dann hören wir nämlich die Leute auch. Geht nicht ins Treppenhaus. Da ist nicht viel. Das war eine scheiß Idee wieder. Ja, hier ist nicht viel. Nee, hier ist nichts. Okay, ihr könnt euch öffnen und ins nächste Gebäude rein, weil das bringt ja nichts. Ich mich bedanken. Das ist keine gute, das ist kein guter Start. Leider. Warte mal, ist das gleiche, wie ich eben war? Ja. Sag mal. Ich bin jetzt hier bei den Containern. Guckt mal, dass ihr diese Metallstücke, wie heißt das, diese Schutzdinger, möglichst viel davon, ne? Unter dir, Nils. Ups. Und nicht in die Luft ballern und nicht die Glasfenster und ähnliches zerspringen. Das
kann man alles hören. Was? Nicht jeder. Hier ist ein Autochen. Ich habe hier etwas zum Pingen. Moment. Einfach den Abzug drücken, wie im Western. Ich weiß nicht, wie ich hier pingen kann. Schade. Dann halt nicht, ne? Ja. Hier ist eine Munitionskiste. Hä, das ist gar nicht die Taste zum... So, hier. Hier, falls du das Geld, Geld, so, wie lautet Geld. Die Ansage? Ich Ansage ist, kurz noch hier bleiben. Also nicht, dass es mich wirklich interessiert, aber... Nee, sammelt bitte Waffen und guck mal, dass jeder von euch mindestens eine von diesen Platten hat. Also, ihr habt ja schon alle Platten? Ja. Ja, okay, dann können wir im Grunde jetzt hier auch rausgehen. So, ich suche auf der Karte schnell mal einen Ort. Wir sind ja jetzt gar nicht so schlecht, ne? Wir können uns überlegen... Ups, ich wollte nicht ballern. Wir sind immer gut, solange es keinen Feindkontakt gibt. So, ich mach mal... Nee, nicht Gefahr. Jetzt noch nicht. Vielleicht später. Wie kann ich pingen? Also, ich kann es leider nicht. Ich raff nicht, wie die Karte funktioniert, Leute. Mit dem Controller. Entschuldigung, was? Ja, geht einfach. Es hilft, folgt mir einfach. Das bringt nichts. Ich kann es nicht markieren. Okay. Wo gehen wir hin? So, sag mal die ich suche Richtung. Euch. Okay, Moment. Ich würde sagen Westen. Westen bei 5 oder so. Moment. Das ist halt echt bescheuert. Ne? So. Einfach Westen. Westlich. So. Ich suche euch auch gleich und dann kommen wir zusammen. Ist ja auch eine Kiste, kommt man noch rauf. Genau, ihr seid ja nördlich. Wenn ihr ein bisschen euch westlich haltet, kommen wir zusammen. Dumm. Muss über mir sein, aber kommt also, wir sind ja ganz in der Nähe alle. Naja, ich komm. Bleibt ihr wirklich nur da und blutet. Alter, was ist hier mir? So, hier ist ein Auto. Ich würde gerne. Ich mag Autos, aber ich weiß, es ist sehr dumm, mit dem Auto zu fahren. Kann ich da hochkommen? Habt ihr gegen diese sehr dumme Entscheidung, mit dem Auto zu fahren, irgendwas einzuwenden? Ich habe keinerlei Einwände, was immer dir Spaß macht. Ich möchte betonen, dass diese Idee nicht smart ist. Ja, aber sie ist von dir. Das, irgendwie fühle ich mich jetzt so ein bisschen. So, soll ich eine Drohne mitnehmen oder lieber Panzerung für uns alle? Drohne ist so geil. Echt? Okay, gut, dann nehme ich die Drohne. Komm, ich benutze die gleich mal. So, wir machen das gleich mal. So, wenn ihr wollt, kann ich ja gerne mal scouten für euch, sobald ich verstehe, wie man... Ah, so. Ja, so. Sieht gut aus. Nirgendwo läuft jemand rum. Ihr seid sicher. Ist auf dem Dach. Also, was ist jetzt der Plan? Im Moment schaue ich gerade rum, wo vielleicht noch potenziell Feinde sind, ob irgendwas in unsere Richtung geht. Wir können hier bleiben. Wir können aber auch noch ein bisschen weiter ins Herz der Dunkelheit stoßen. Ich will noch mal einmal testen. So ein Burst ist. Weißt du, das war nicht klug. Also, hier ist unten diese Tankstelle. Da sind Autos, Räume zum Looten und es sieht nicht so aus, als wäre da jemand. Da waren der Nils und ich schon. Okay, dann nehmen wir die nicht. Ja, dann gehen wir halt weiter in den Westen rein. Ich finde das ganz gut. Hier kommt jetzt aber eine Brücke und ein Fluss und so. Da müssen wir vorsichtig sein, da sind wir ziemlich exponiert. Folgt ihr mir? Ja, warte, ich bin sofort da. So, Achtung, ich renne schon mal jetzt vor. Also bei dieser Tankstelle unten wart ihr schon. Ja, da kommen wir her. Ah, fuck. Okay, dann lass doch mit dem Auto. Oh, das ist ein geiler ist aber komisch, weil da ich bin irgendwo ganz woanders gewesen. Hier, dieses Auto. Angepinkt. Es reicht, wenn Sie fahren. Diese Zitate machen es echt besser. So. Okay, Simon, fahr uns zum Glück. Ich bevorzuge es, Mitfahrer zu sein. Es wird richtig gut. Wo fahren wir hin? Erstmal an der Tankstelle vorbei und dann in Richtung des Zentrums. Bisschen risikoreich, bisschen dumm, aber macht mehr Spaß. Heute fährt das Auto bis Süden. Süden ist falsch, ne? Süden ist falsch, kurz mal gucken. Ja, kannst du noch ein bisschen hupen, damit die Leute wissen, was los ist hier. Wie hup ich? Ja, genau. Ja, so. Mann, ja, genau, da kommen wir. Die sollen Schiss kriegen, so wie The Purge. Die denken sich dann so, ey, wer sind die Typen, die sich trauen zu hupen? Die müssen eine dicke Waffe haben. Die müssen so gut sein. Ja, Mann, Raudis! Das ist so dumm. Wer will was, hä? Direkt in die Mitte.
Okay, so, Achtung, wir fahren jetzt mal ein bisschen rum, locken die Aufmerksamkeit auf uns. Und jetzt müssen wir gucken, wo welche sind. Achte, guck dir links, rechts raus. Du merkst gleich, wenn der Raketenwerfer in unserem Fahrzeug landet. Also die Rakete. Na, wenn wir jetzt so ein bisschen gucken, sehen wir doch irgendwo jemanden. Naja, sobald du stehen bleibst, sind wir tot. Abwarten, ich bleib. Alter, sieh mal! Ja, lass doch erst mal gucken. Feindliche Drohne. Ja. Die muss aber auch, die kann ja nichts machen. Ich steig jetzt aus. Leute, vertraut mir doch einmal, noch seid ihr nicht tot. So, wir gehen jetzt hier rein. Ich muss doch einmal kurz umgucken. Bitte alle rein. Wir waren schon Leute, aber wir gehen trotzdem rein. Okay. Wir befrieden jetzt das Lagerhaus. Okay. Die rechnen bestimmt nicht mit uns. Schön zu. So, auf die andere Seite des Gebäudes gehen. Langsam, denn da sind Feinde. Scheiße, da rechts ist einer. Seht ihr den? Oh, er hat Rede. Ja, okay. Jetzt verstehe ich, warum wir vielleicht nicht hupend da hätten hinfahren sollen. Aber es war auch schon irgendwie. Ich habe es aber auch nicht geschafft, den Refrag zu machen. Nein, wir haben es nicht geschafft, ne? Aber wir können noch. Gulag noch. So schlecht. So schlecht. Ja, er schießt auf Nils, ich schieß auf ihn. Er dreht sich zu mir und schießt mich auch noch ab. Wir brauchen einzelne Leute im Team, die so viel besser sind als wir, um das auszugleichen. Du bist auch schon tot. Was für eine Frage. Naja, die waren ja auf einem Haufen mal so. Ja. Mm-mm. Naja, das Traurige ist, dass wir es nicht geschafft haben, auch nur einen zu töten. Oh, das ist ein bisschen enttäuschend. Ich fass es nicht, wie schlecht. Und deswegen soll ich nicht führen. Jetzt mal ernsthaft, Chat. Warum guckt ihr euch das an? Ich verstehe. Weil wir Spaß dabei haben, trotz allem. Haben wir? Leicht nicht jeder. Oh Mann, ey. Bam, bam. So, Leute. Ey, Leute, wir spielen die 80s-Kiste. Natürlich müssen wir da auch mal ein bisschen Riot gehen. Roman Alex aus dem Sales-Büro, der sitzt 10 Meter Luftlinie von uns. Der soll sich hier ich auf Platz setzen und Ansagen machen. Und mal ein bisschen Kills macht. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Jetzt geht er schon. Der hat schon angefangen, wo habe ich noch geredet? Ey, was? Moment, ist einer von euch weg? Seid ihr richtig tot? Ich bin auch tot. Spiro, ich bin gleich wieder da. Na gut. Lass dich nicht stören. Gehst du gerade nach Hause? Ich gehe jetzt nach Hause, hab die Schnauze voll. Da das Auto? Ey, ich spiele nie wieder mit euch. Ganz ehrlich, ihr seid so eine schlechten Spieler. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ey, ohne Scheiß. Das hast du jetzt nicht ernsthaft gesagt, Nils. Ich hab die Nase voll. Und das glaube ich nicht. Ich bin die ganze Scheiße noch gar nicht so weit gekommen. Wir sagen, hör auf, guck mir, weil du... Ja, jetzt kommt... Ich glaube, der Nils, der macht Drama. Das ist jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Du machst das alles kaputt. Der Nils macht uns alles kaputt. Eddie? Ich mach es, das Solo-Album. Oh, tut mir leid, ich kann nicht anders. Nur ich und meine bengalische Flöte. Es wird 24 Songs haben. Alle klingen gleich. So. Ist der Nils jetzt wirklich heimgegangen oder holt er gerade Alex? Ey, das ist original das gleiche Häuschen, in dem wir eben schon standen, nur an einer anderen Stelle. Unser Edge of Tomorrow. Diese Folge ist unser Zeitloop. Ich hab das Gefühl, jede Dienstagsfolge ist ein Zeitloop. Guck da oben, die Sau! Ja, aber hast du gesehen, ich habe den Eimer getroffen. Hast du gesehen, wie Eimer? Der wird, die Narbe wird für immer bleiben, Ede. Auf 200 Meter da, LNG gegen den Sniper. Ey, ich bin John McClane, Bitch. Das ist, lass ich als Argument gelten. Nein, Mann, ich will mit euch spielen. Das war auch ein bisschen dumm. Ja, extra das geht dumm. Halt nicht. Bei Warzone muss man halt immer. Nein, aber die Leute, ich weiß, die Leute wollen das immer, dass man dann den Mega, dass man dann so richtig Skill zeigt und nochmal alles rettet. Aber ich persönlich habe lieber Spaß mit euch, deswegen treffen wir uns hier. Warzone kann ich auch zu Hause spielen. Ja, aber. Nee, mit euch kann ich doch nur hier spielen. Mit dir in diesem Fall nur. Nein, aber guck mal. Sag mal, ganz kurz. Budi ist weg, Nils ist weg, Ede, liegt es an uns? Ich habe die Vermutung schon lange gehabt, aber. Das kann nicht sein. Das muss an den anderen liegen. Das sind alles Geisterfahrer. Ich glaube, ganz ehrlich, das liegt an Skill. Ich glaube, nicht jeder ist gut auf Skill zu sprechen. In Skill? Weil das erhöht gleich immer so den. Dann haben die Leute das Gefühl, sie müssen mithalten mit diesem Skill und so. Und das an deinem Skill sorgt für Unbehagen. Ich habe nichts dagegen, einen zu haben, der mich so durchzieht. Ich habe keinen Bock mehr mit Simon. Tschüss. Jetzt frage ich mich, habe ich vielleicht einfach die Zeit falsch eingeschätzt und kommt jetzt vielleicht einfach gleich Bundesliga? Das würde vieles erklären, denn normalerweise würden mich meine Kollegen hier nie alleine lassen. Nein, wir haben noch eine Stunde. Was genau? Da ist ja der Nils wieder. Ja, okay, ey. Dann komme ich halt noch mal wieder. Die wollten mich so, Leute, ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade mit meinem Manager gesprochen. Ich mache jetzt die Sendung noch mit, ne? Die ist die letzte. Und dann wechselst du dann zu seid ihr raus. Meet.
Du bist der sechste Pete-Smeet. Du bist einfach, genau, du bist der sechste Pete-Smeet. Nils Smeet. Nils Smeet. Smeet Nils. Smeet Nils. Pete Smeet, jetzt mit Smeet Nils. Leute, das Problem ist, wir müssen einfach einsehen, dass wir im direkten Zweikampf immer verlieren werden. Nein. Also eigentlich müssen wir gar nicht looten. Wir müssen uns nur verstecken. Wisst ihr was, Leute? Da hat er einen Punkt. Da hat er aber einen Punkt. Ihr habt natürlich einen Punkt, das ist richtig. Aber man sieht auch am Gulag, wo unsere Quote jetzt nicht jenseits der 50% liegt, zumindest nicht im negativen Bereich, dass wir durchaus im One-on-One noch mithalten können. Ich glaube, natürlich sind wir nicht die besten Aimer. Ja, aber im Gulag sind ja auch die schlechtesten Leute. Ja, das stimmt. Ist, also aber wir haben heute noch kein einziges Gulag gewonnen. Doch. Doch, ich habe auch schon gewonnen. Nur du nicht. Etienne Gardet hat noch keinen Gulag gewonnen. Ich habe zwei Gulags schon gewonnen heute. Ich weiß noch, wie ich gejubelt. Aber wie passt das zusammen, dass ich der Meinung bin, dass ich Skill habe? Also irgendwo liegt ein Fehler. Nein, du hast ja auch ein bisschen Skill. Das Problem ist, dass wir überhaupt nicht als Team spielen, dass jeder das stimmt rumrennt. Nein, das ist doch. Du kannst nicht zu dritt immer auf Zentimetern laufen. Jeder muss auch ein bisschen. Ja, Rhabarber. Aber was ich meine ist, wir sind ja auch sehr dumm. Ja, aber das war gerade Dummheit mit Ansage. Warum streitet? Das Problem ist, dass wir eine Person zu dritt nicht schaffen. Einer kann ja sterben, ist ja nicht das Problem, den kann man ja zurückholen. Das Problem ist, ich sterbe. Und dann stirbst du, und dann stirbst du. Zum Beispiel, wenn, ja, du hast natürlich recht, aber wir sind ja, wir laufen da ja wie die dummen Hühner rein. Jeder, irgendwie, keiner geht da mit dem Gefühl rein, ich schnapp mir einen von denen. Ganz das kurz, ist eine Mentalitätsfrage. Hör mal zu. Keiner doch, geht da rein, der ist überhaupt Countersmoke. Nils, was? Lass uns doch wenigstens kurz mal ein Spiel starten. Okay. Aber sucht er noch nicht? Keine Ahnung. Wer ist Countersmoke? Du bist, glaube ich, der. Wer ist Countersmoke? Ja, ist doch egal, ob du so aber ja, hat doch mal was kann 236. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Komm jetzt zu drück auf den. Counter-Smoke. Ich hab keine Ahnung, wer Counter-Smoke ist, aber Counter-Smoke ist unser bester neuer bester. Auf jeden Fall. Ich würde jeden von euch den sagen tauschen. Ja? Wie kommt der denn da rein? Weiß ich auch nicht. Aber red doch nicht weiter. Auf jeden Fall, was wir sagen. Ja, aber das eben war doch auch Quatsch. Das dürft ihr doch nicht so ernst nehmen. Wir sind völlig dumm im Auto hupend. Das kannst du doch nicht danach kritisieren. Nein, das ist ja klar. Nur, da war ein Typ, der, und ich zieh mir den Schuh ja selber an, und der ballert uns alle drei kaputt, kein einziger von uns. Eigentlich ist der ja auf Nils, dann müsste ich doch ein leichtes Spiel mit ihm haben. Aber ich kenne diese ganzen scheiß Waffen nicht und wundere mich jedes Mal, oh, das ist eine Shotgun, oh, das ist ein Sniper, oh, und der macht, der schießt nach oben, weil ich immer eine halbe Stunde spiele und dann 10 Sekunden, noch nicht mal 3 Sekunden Zeit habe, eine Waffe zu testen. Und wenn du es im Spiel testest, siehst du die Gegner. Das ist ein Limbo, aus dem man nicht mehr rauskommt. Man müsste einfach mal das normale Spiel spielen. Und sozusagen die. Da sind aber die Waffen wieder anders. Ist das so? Ja, teilweise schon. Naja, ich glaube, also ich habe es ja auch lange gespielt und man da spielst du ja immer deine Loadouts. Man muss in jede Waffe erstmal wieder ein bisschen reinkommen. In dem normalen Spiel spielst du deine festen Loadouts, da spielst du immer die gleichen Waffen eigentlich. Das ist aber etwas, was die Community uns schon lange sagt. Die sagt, holt eure Loadouts, geht zu einer Kiste, kauft sie euch. Weil man kann ja das Loadout sich quasi holen. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, ich dachte, aber man kriegt die immer nur in den Versorgungskisten. Kommen ja auch selten dahin. Also an den Punkt. Aber das wäre ja mal eine neue Taktik. Das wäre überhaupt meine. Ja, das stimmt alles. Krass, wie ich es drauf habe. Okay, wir kaufen uns die Loadouts. Das heißt, wir brauchen Geld. Und also ich darf ja jetzt die Ansage machen. Dafür müssen wir die Mission machen. Jetzt gucke ich mal gerade. Hier geht der Flieger. Und dann sag ich, wir gucken mal, wo der Kreis ist. Aber ich bin ein Freund immer von am Rand looten und dann sich langsam mit dem Kreis reinbewegen. Ja, gut, machen wir. Sich ranlooten. Und das Beste ist eigentlich, sich in den Busch am Rand zu setzen, bis an die Zähne bewaffnet. Das finde ich auch gut. Du hattest mich bei. Ist er tot? Genug aufgewärmt. Bereit. Ja, bitte auch Zeit. Na gut. Also, wir gucken mal, wo der Kreis. Ach du Scheiße, das ist ja ein krasser Kreis. Au, das sieht gut aus. Okay, was machen wir? Aber das war eigentlich toll. Dadurch weißt du, es kann sich ja nur quasi im südöstlichen Bereich alles abspielen. Südöstlich. Vielleicht sollten wir gleich bis nach zum Prison. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Ja? Komm, geil. Okay, das ist ein Plan, Ede. Direkt ins Prison, aber das wird wahrscheinlich direkt wieder eine richtig dumme. Ja, aber dann ist der Weg zum Gulag nicht so weit. Aber oh, das wir werden ich bin okay, direkt raus. Sobald es geht, gehen wir raus und dann direkt Fallschirm zünden, weil wir sonst nicht so weit kommen. Das ist raus. Okay. Und dann bis zum Prison. Ich weiß gar nicht, ob wir bis zum Prison kommen, ey. Nee, überhaupt nicht. Warum fliegt denn der, ey? Ich hab das Gefühl, dass man nicht mehr so geil ist. Du musst den Fallschirm früher benutzen.
Du hast bis zu lange Sturzflug gemacht, Simon. Okay, wir vergessen das mit Prison, weil der Simon kommt auf gar keinen Fall. Nee, rein. Ich hab die wirklich stürzen ja, wo denn jetzt so stattdessen? Ich guck grad. Park oder was? Port. Da. Hier. Was denn jetzt? Kommst du da hin? Das kann nicht dein fucking Ernst sein. Okay, wir haben Simon verloren. Was? Ich raff nicht, was gerade passiert ist. Du hast die falsche Taste gedrückt, und zwischen Fallschirm öffnen und Fallschirm schließen. Nein. Ich bin aus dem Zielbereich rausgeflogen. Aber ich war auch fast wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass ich. Ja. Ey, es tut mir leid, aber es kommt. Ey, komm, wir folgen einfach Counter-Smoke, der geht auch auf den orangenen Punkt da. Da kommen noch ganz viele andere, ne? Seht ihr das? Die sind vor uns da. Ein Squad. Ja, aber das ist egal, die killen wir halt. Guck mal, Counter-Smoke ist schon in den Lagerhallen. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Alter, wie soll man denn damit schießen? Ja, komm. Scheiße, ich hab nix. So, ich bin da. Keine zweiten Chance mehr. Ich bin gespannt, wo ihr seid und komm zu euch. Da ist ein Hubschrauber vor uns. Wieso unter einer Brücke? Ja, ich bin sogar direkt vor euch. Ich hab noch nix. Feindliche Drohne über uns. Haltet euch einfach Achtung, der Ach, du siehst den Helikopter, ne, über dir. Ja, ja, aber ich könnte auf ihn draufspringen, das wäre aber ziemlich dumm. Ja, unser Trupp wird gejagt. Wieso werde ich verfolgt? Okay, ihr seht auf der Minimap, seht ihr den roten Punkt? Das ist ein Feind. Dein Teammitglied ist ich habe Kula. Die... ich pinge sie. Was kann ich hier kaufen? Kann ich nicht irgendwas kaufen? Na, egal. Okay. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich es wirklich versuche. Pinkt mir mal bitte eine gute Waffe. Psst. Bereit. Ha! Da ist einer bei euch, ne? Ich hab einen tot. Okay. Sehr gut. Ein am Boden. Und seinen Kumpel habe ich auch. Oh, super Ede. Richtig gut. Da ist noch einer. Hier bei mir. Nee, das ich sehe das da so geil gerade. Ich sehe den Schatten. Auf dem Van! Ganz kurz, Leute, ich bin. Der Counter-Smoke kommt auch gerade zu uns. Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben. Okay, dann steige ich mal in den Helikopter. Also in den okay. Danke. Soll ich euch mit dem Heli abholen? Nee. Schade. Er ist verdammt cool, der Helikopter. Ba, 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 ba. Okay, komm, dann halt nicht. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Endlich. Gulag-Mensch! Gulag-Mensch! Er ist ein Gulag-Mensch! Ja, shit. Er ist ein Gulag-Mensch. So, ich komm runter. Was ist denn der Counter-Smog? Ich Simon, bist du? Hey, Heli? Ich hab markiert. Wir sehen den Heli. Ja, aber ich hab ihn markiert. Ich hab ihn gut markiert. Markieren kann ich. Das ist einer meiner Stärken. Ich hol ihn runter. Ich bräuchte Material fast zum Schießen. Ich hab ihn angeschossen. Ich muss mir was Geiles holen. Ist hier noch irgendwas Geiles? Oh, scheiße. Jetzt explodier doch mal. Hallo? Du hast die feindlichen Zeugs. Okay, wir sammeln uns hier. Bleiben wir hier? Okay, endlich mal irgendwas. Oh, das gefällt mir. Ich brauche Waffen. Ich hab nix. Naja. Das ist so dumm. Wenn einer eine Granate wirft, sind wir zwar trotzdem tot. Nee, wieso? Die wird dann zerschluckt. Ja? Aber explodiert die nicht trotzdem? Aber nicht gefährlich. Also die macht keinen Schaden, soweit ich weiß.
Gibt's hier irgendwas Geiles? Jetzt kann Leute, hört ihr mich eigentlich? Ich muss, ich brauche. Wir hören dich. Guck auf die Map, dann siehst du, wo wir sind. Ja, ich weiß, wo ihr seid. Ich brauche nur Waffen und alles. Hier ist nichts drin. Ist hier noch irgendwas? Ja, ich bringe ja nichts. Ich meine, ich kann ja nicht mit Pistole hier rumeiern, also. Ja, nein, hol dir was. Ah, da kommt einer, Achtung! Seht ihr's? Nein. Ich baller auf ihn! Ich habe keine Muni mehr! Markieren! Da vor mir, da wo ich hinballer! Markieren! Ich kann doch. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Mit dem Controller! Das wirst du bereuen! Ist der noch da, oder habt ihr den erwischt? Der ist abgehauen, ne? Ach shit, ja, oben auf dem Haus, bei den Türmen. Ganz oben auf dem Haus, ja. Links neben den Türmen. Boah, der hat einen Sniper und sieht mich. Ich kann. Ja, ich hab eine Pistole, das bringt nichts. Ich muss hier weg. Ich brauch mal Waffen. Shit. Ja. Wie gesagt, ich kann leider echt nicht helfen. Ich suche mir gerade eine Waffe. Okay, einen habe ich, einer ist down, aber wir haben unseren. Ja, bist du ein MVP, ey. Wir haben unseren Leader verloren. Ich bin da. Den anderen. Oh, geil, Mädchen. Ja, ist da echt schon gar nichts. Gut. Ich muss mich weiter von euch wegbewegen, weil ich habe nichts. Ich muss looten. Ich werde wahrscheinlich bald tot sein, aber das ist dann halt so. Was bringt mir das? Ein Leben ohne Loot ist nicht gut. Werdet ihr beschossen? Ah! Oh, da war, zwei sind draußen vor dem, keine Automatik, auf dem Platz Alter. Vor uns. Einer ist noch auf dem Dach, aber der ist jetzt runtergesprungen. Ja. Da ist einfach alles weg. Hab einen. Nein, jetzt hat mich auch einer. Alter, das ist zu viel. Bin ich der Letzte? Ich habe, glaube ich, 6 Leute oder so gehabt, aber das war richtig gut, was du hier abgeliefert hast. Oh. Da muss ich. Da war wieder eine Waffe dabei, wo ich drücke, die steht vor mir und ich drücke und es macht nur. Ey, ich hatte wieder diese, keine Ahnung, das war eine Colt. Also bei mir war es dumm, weil die Spratze hat mega zerrissen. Weil ich bin auch noch im Spiel, wo ich. Und dann war keine Muni mehr da. Sorry, du hast recht. Ach, da links, siehst du das? Ja, ja. Hast du gesehen, ja, okay. Dein Teammitglied ist im Gulag. Schrotflinte ist ganz schlecht jetzt. Du ist dein Kampf vorbei. Davon 3-4 Schuss. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Bam, ich bin, komm zurück, Leute. Endlich auch mal ein Gulag gewonnen. Ein Schuss. Ey, die Colt hat hier 3 Schuss nur, das muss man sich auch merken. Nein, das war gerade der Nils hier. Der Nils macht's gerade. Oh, da ist meine Ausrüstungslieferung. Oh shit, das ist ja der Albtraum. Scheiße, da kann ich nicht. Cubicle Fight. Oh, der will mich aus der Luft fischen, der Wichser. Oh, Entschuldigung. Ist gerade echt spannend hier. Boah, ich habe eine Drohne. Hm. Ich glaube, der ist weg, Nils. Mhm. Das war geil gerade. Ich runter. Muss raus, aber ich komm. Ausrüstung.
Feinde sind... Gehe da lang. Nein, vergiss die Mappe. Wieder raus aus der scheiß Drohne. Okay, ich habe 3400. Reicht nicht, aber wenn ich zu Nils komme, könnten wir einen zurückholen. Mhm. Für wen nehmen wir denn? Ja. So kann ich es dann halt nie lernen. Naja, die Frage ist ja, wir müssen ja fair sein. Wer ist denn als erstes gestorben? Das bin höchstwahrscheinlich ich, oder? Nehme ich jetzt einfach mal an. Ich auch. Ja, ich auch. Also, ich bin auch anders gestorben, als erstes oder? Ich bin allein schon als erstes gestorben beim Fliegen. Im Intro. Hat irgendwer noch Dings übrig? Platten? Einer will mich catchen hier. Das ist der Sniper von eben. Den hol ich mir jetzt. Du musst markieren, Eddie. Ich kann dir so nicht helfen. Ja. Oh, shit. Also ihr hättet ja genug zusammen, ne? Geld. Hier ist irgendwo der scheiß Sniper. Achtung, da kommt irgendwas. Oh shit, Alter. Da! Oh, wie geil! Oh, schön niedergestreckt von der Seite. Ja, komm, spratz ihm alles rein, das du hast. Alter, da, nicht rausgehen, nicht rausgehen, nicht rausgehen. Ich fliege hier im Gebäude? Nee, nicht mehr. Diese Runde ging an den Feind, aber wir kommen wieder, um es zu enden. Ach Versagen du meine Güte, der mich von Alter, der mich weit weg ist. Habt ihr das gesehen? Nee. 19. Platz, immerhin. Ja, würde ich sagen, eindeutig besser als Countersmoke. Countersmoke hat ehrlich gesagt gar nichts gebracht. Naja, also der hatte vielleicht... Wir haben ja auch nicht mit ihm kommuniziert. Er hatte keine Chance. Aber er war schon mit Abstand der Schlechteste. Also wenn man sich das hier immer anguckt auf der Statistik. Den schmeißen wir jetzt raus aus der Party. Nein, ich finde, das war ein Scherz. Der Beste, den wir haben. Darf bleiben. Natürlich darf der bleiben, Alter. Er hat sein Bestes gegeben. Aber er kann auch nur mit dem arbeiten, was er hat. Ja, wirklich. Außerdem ist es sehr schön, mal jemanden in der Gruppe zu haben, der noch schlechter ist als ich. Das ist eine enorme Befriedigung für mich und da haben wir alle was von. Ich werde mit diesem Moment vorsichtig. So. Ich muss sagen, es macht mir trotzdem Spaß. Warten macht mir nicht so Spaß, aber das Spiel spielt sich schon sehr geschmeidig. Aber von 80er Jahre Action habe ich jetzt wenig gemerkt, oder? Also, wenn man jetzt... Wenn jede zweite Waffe irgendwie Granatwerfer wäre oder man nur Granaten bekommt oder ihr wisst schon, ne, man ständig Helikopter hat oder Explosionen mal 10 sind, dann ja. Aber was daran sagt denn jetzt 80er? Wir waren noch nicht im Nakatomi Plaza. Ja, okay, wir jetzt das Gebäude, okay. Aber ich hätte erwartet, dass wie früher Mods, ne, wo dann auch Modifikationen, die den Explosionsradius von einer Granate erhöht haben oder so. Ja, sie wollten halt das Spielprinzip nicht, glaube ich, groß verändern. Ja, aber was ist denn dann der Sinn daran, außer Skins zu verkaufen? Man hätte da natürlich noch ein bisschen mehr machen können. Aber lass doch mal, habt ihr das eigentlich schon mal gesehen? Ist das überhaupt da? Oder bilde ich mir das überhaupt nur ein, dass es Nakatomi Plaza gibt? Ja, es gibt ihn doch. Da ist es doch da. Das dicke Ding, genau vor dir. Ach, das ist in der Map oder was ist das der? Ja, ich dachte, der Nakatomi Plaza ist eine ganze Map. Nee, der Nakatomi Plaza ist halt der Nakatomi Plaza. Also ja, ich dachte, dass die Stockwerke quasi. Ich bin sicher, dass nicht jedes Stockwerk hier quasi besucht werden kann. Das müsste. Ist das auch Nakatomi Plaza? Wir sind ja mal am Nakatomi Plaza entlang gefahren, ne? Ja, kannst du erinnern? Was? Kannst dich erinnern, ne? Ja, das war geil, die Hollywood-Tour.
Aber das heißt nicht länger. Es ist so gut einfach. Ist das TV Station? Nee, Downtown Boston? Ist das hier? Das Aufwärmen ist erledigt. Legen wir endlich los. Okay, Jungs. Oh, das ist ja interessant. Okay, wir machen Folgendes. Ist schon wieder da in der Ecke der Kreis. Okay, wir machen Boneyard. Ne, Train Station, ein bisschen näher dran. Train Station. Battle Royale. Achtung, das Gas breitet sich aus. Zur Sicherheit. Okay, Train Station. Du sagst an wann? Ja. Okay. Hier springen sie alle raus, teilen sich in Lüften. Drei, zwei, eins, go. Sagst du an wegen Fallschirm oder einfach runter? So schnell wie möglich. Okay, also gar nicht drücken. Lass uns versuchen, den Haupteingang zu nehmen. Ach scheiße, da kommt man gar nicht rein, doch. Ah, das bist du, okay. Und wird direkt geschossen, muss, da fühle ich mich gleich wie zu Hause. Keine Zeit, Okay, man sollte beim Looten nicht Nils hinterherlaufen. Dann kriegst du nur so kleine Waffe, altes gebrauchtes Messer. Ja, du kriegst genug ab. Da sind Kisten und alles. Hast du genug Platten? Ich habe eine. Hier liegt noch eine. Nimm sie dir. Also, nee, jetzt. Ja, also jetzt habe ich eine noch. Aber alles gut. Brauchst du auch welche? Ich habe mir eine pinge genommen. Pinge dann mal, okay. Okay, hier ist noch ein Money. In die Türen gehen gar nicht auf. Auch irgendwo mal rein? Ja, da geht's noch rein. Also hier ist loot-technisch. Nee, ich glaube, das Treppenhaus ist scheiße, Nils. Ja, vielleicht können wir von da oben wegfliegen. Komm mal mit, wir gehen hoch und dann fliegen wir von da weg. Hey, was ist denn das hier? Die Treppenhäuser finde ich hier immer frustrierend. Nie ist da irgendwas. Und wenn man wenn ihr rennt, übrigens hört man euch, ne? Ja, hier ist niemand. Behaupte ich. Berühmte letzte Wort. Ich habe einen Heartbeat-Sensor benutzt. Hubschrauber? Hab ihn markiert? Feindlicher Heli! Feindlicher Heli! Du meinst hier im bei 103? Ich sehe da gar nichts. Ich habe markiert in der Luft. Ich sehe ihn nicht. Ist doch auch egal, scheiß auf den Hubschrauber. Ja, wenn er dich sieht, du ihn, dann er dich. Auto unter uns? Nee, oder? DJ Counter Smoke, da bist du ja, mein Freund. Spielen wir mal nicht so gut heute, ne? Machen wir heute nur eine Hand. Ja. Da läuft der Böde aufs andere Feld hier. Ja, eigentlich gehören diese beiden Klötze doch jetzt uns. Sollen wir hier wieder runter? Böde? Wer ist denn jetzt der Captain eigentlich hier? Ich bin der Captain. Ja, dann mach mal eine Ansage. Ja, ich mach eine Ansage. Habt ihr ein bisschen gelootet? Okay. Wir gehen vorsichtig weiter Promenade East. Okay, das türkisfarbene runter, da. Runter, Fallschirm runter und Gummi. Oh, bin schon dabei. Na, ich nehme lieber die. Ach, da war ein Feind im Auto auf Nordosten. Oh. Aber ich glaube, der ist schon weg. Danke an den Chat, der hat mir nämlich gesagt, wie man pingen kann, obwohl. Nee, will eigentlich gerade nicht. Ich dachte, es wäre L oder R, es geht leider doch nicht. Du nimmst das hier. So, ab jetzt aufpassen. Geh mal ins Haus rein.
als das hier. Boah, bist du mich erschreckt, ey. Okay, weiter. Kiste. Ich kann euch theoretisch vom Dach aus ein bisschen Rückendeckung geben oder so. Das war ich eine ganz gute Position. Nicht die Fenster zerstören. Wir müssen weiter Richtung Kreis. Ja, ja, easy peasy. Ich hab markiert. Okay. Wir haben Zeit. Hier sind Panzerplatten. Ich finde schon Action. Braucht jemand oder nicht? Nee. Okay, danke. Da. Wo bist du? Nils, hast du so eine aktualisierte Zielangabe? Ich hab mal eine Drohne. Feindliche Drohne über uns. Sturmgewehr. So. Ich scoute mal mit der Drohne eben. Achtung, Kontakt. Und zwar bei SO 105 ist hinter dem Zaun, da ist so ein Zaun mit so einer Plane dahinter. Ist er gerade runtergesprungen. Zu diesem gelben, ockerfarbenen Gebäude. Ja, ich sehe ihn. Ich habe markiert. Ich hab markiert. Seht ihr? Ich kann ihn von hier kaum sehen. Nee. Der ist direkt im Market. Ich hab markiert. Direkt vor dir. Hinten noch einer neben dir. Nee, das war dein Schatten. In dem Schüsse. Gebäude drin. Schüsse noch von einer. Euch? Okay. Achtung, der kriegt Verstärkung. Jemand rennt drei dorthin. Leute. Drei Leute an dem Market. Zwei sind in dem Gebäude. Einer. Ey, wie haben die mich denn jetzt gesehen? Ich habe noch nicht mal geschossen. Alter, es ist wirklich zum Heulen. Was ist denn hier passiert? Ey, wie haben die mich gesehen? Wieso hatte ich keine Granate? Hatte ich eine? Ach, das raff ich einfach nicht. Gulag geschickt und kämpft, um eine Chance wieder eingesetzt zu werden. Ich hatte einen Molotow. Ja, aber ich habe die falsche Taste gedrückt. Das Ziel ein. Das ist... Ey, wir sollten einfach gar nichts sagen. So eine Scheiße. Gar nichts mehr machen, irgendwo nur noch warten. Ich hatte einen Molotow, wieso? Oh, das macht keinen Bock mehr. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Ich fordere mal wieder Einstieg ein, aber ich mein's nicht so richtig. Mein Herz ist nicht dabei. Warte, Eddie, ich versuche dich zu beschützen. Er ist auf dem großen Platz am Rand. Hinter dir. Links. Bereit machen zum erneuten Einsatz. Hab's. Danke. Ich gehe auf den Nakatomi Plaza. Nee, ich gehe nicht auf den Nakatomi Plaza. Das ist ein Hubschrauber am Nakatomi Plaza. Will ja wahrscheinlich jeder in den Nakatomi Plaza, oder? Also wenn man kann, will man da natürlich hin. Dein Teammitglied
Gebiet hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt. Komm, wir spielen das 80s Special. Keine Sinn, dass ich nicht in den Nakatomi Plaza gehe. Aber wie schnell war der denn? Zack. Okay. Ich wurde original von dem Hubschrauber gerammt. Guck mal bitte. Was? Alter, der hat dich jetzt zerbreit. Das war ein dünner Nebel geworden. Das gefällt mir. Das war ganz geil, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Ich bin zufrieden mit der Situation. Das ist Action. Die Action will ich haben. In den Helikopter reingesprungen. Das ist... Ne? Wenn diese Tom Cruise Moves, wenn die schief gehen, dann sieht das so aus. Normalerweise gibt es ja nur Stunt-Double. Ja, also er hat auch einen Stunt-Double nur. Alter Schwede, ey. Ja, wenn es einen dümmeren Weg gibt, ich finde ihn auf jeden Fall. Es ist ein bisschen traurig alles, ne? Alte Männer beim Verlieren zu sehen. Wir alle könnten was Besseres mit unserer Zeit machen. Ja, was denn? Vielleicht wir nicht. Die würde jetzt zu Hause alleine zocken. Ja, ist auch wieder wahr, ne? Okay. Nein, mir macht das Spaß, aber ich will halt auch mal jetzt ein Erfolgserlebnis haben. Ey. Ich bin ja die Hälfte der Zeit entweder im Gulag oder im Ladebildschirm. Darf ich mal kurz ein Beispiel, kurz, was ich nicht raffe? Natürlich. Wir hatten scheinbar eine Drohne über uns. Ja. Haben die nicht beachtet. Weil ich habe nämlich, ich lag hinter der Betonblockade, kein Witz. Und ich wurde beschossen. Und ich hatte nicht geschossen. Und ich war hinter der Blockade. Und dann bin ich abgehauen. Und ab da sieht man mich ja. Aber ich hätte schwören können, dass die mich durch die Drohne gesehen haben. Und das ärgert mich, weil wir all diese Sachen, die sagen sie uns ständig. Und wir haben kein Gegenmittel. Was kann man denn gegen Drohnen machen? Abschießen. Ja, das klappt doch nicht. Naja, oder halt einfach die Position ändern. Ja, waren wir nicht so EMP oder irgendwas? Man kann, glaube ich, auch erst ab einer gewissen Höhe markieren, sodass die Drohne angehalten ist, tiefer zu nehmen. Weil ich hatte das gerade, ich hatte auch zur selben Zeit eine Drohne und habe die auch markiert oder versucht. Und ich glaube, ich war erst so weit oben, sodass ich nicht markieren konnte. Dann musste ich ein Stück runterfliegen und dann konnte ich markieren. Aber deshalb sind die Loadouts so wichtig. Da gibt es diese Perks, da gibt es zum Beispiel das Geist-Perk. Und dann bist du nicht sichtbar auf Heartbeat-Sensoren und auf UAVs. Und das ist halt ein mega krasser Vorteil, gerade wenn der Kreis klein wird. Aber ja, das ist auch nur, ich kann auch nur die Theorie. Leider. Ja, in der Theorie sind wir eigentlich gar nicht so schlecht. In der Theorie. Das ist ja nicht mehr der Nils ist bei mir, ey. Was? Schon in den eigenen Reihen vertrauen wir uns schon nicht mehr. Ja, ich hoffe einfach, dass wir es jetzt besser machen. Nein, werden wir nicht, aber ist doch egal. Natürlich machen wir es jetzt besser. Du bist dran mit Kommando. Du hattest schon nicht im Nein, na gut, okay, ich mach's. Also. Ich möchte, dass wir uns immer 200 Meter, 100 Meter voneinander entfernt quasi bewegen und die so in die Zange nehmen können, die Gegner. Dazu ist aber ganz wichtig, dass wir uns kommunikativ zusammen bewegen. Informationen. Oh, ich hatte ihn fast im Wiesn. Haltet ihr das für eine Möglichkeit? Oder ja, was hast du gesagt? Okay, also nein. Ich würde sagen, wir fliegen einfach irgendwo hin und machen Action. 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 Leute, ich bin motiviert, ich hab Bock, ich kann mich rasieren. So, warum eigentlich nicht? Airport. Warum nicht einfach ins Zentrum der Macht? So. Warum nicht? Direkt beim Airport, einfach runter. Ey, da wird's richtig. Ey, das ist jetzt Siegen oder Sterben, das ist jetzt so. Ich kann gar nicht mitmachen. Warum? Wieso? Naja. Weil mein Bildschirm schwarz. Oh. Ja, der lädt vielleicht. Ah, ja, jetzt geht's. Okay, was machen wir? Okay. Airport. Jetzt abspringen, klar. Direkt hier beim Airport. Und zwar 5, 4, 3, 2, 1 und tschüss. Hast du gerade gesagt, zu spät, während ich gezählt habe? Ja, weil ich glaube... Ist das deine Vorstellung von Team? Ja, ich glaube, dass das schneller gegangen wäre. Sag mal, Nils, was ist doch alles gut? Wir haben gerade besprochen, dass wir jetzt mal auf mich hören. Ja, mach ich doch. Ja, aber du kannst doch nicht ständig alles hinterfragen. Was ist denn das für eine Befehlskultur? Aber auch wenn der Befehl... So. Also, wenn der, nur mal theoretisch, wenn der Befehl Quatsch ist, muss man ihn trotzdem befolgen, oder? Hier ist ein Gegner. Ich baller auf ihn. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitmachen. Ist kein Befehl, ist eine Option. Ist ein Angebot. Okay, markier ihn nochmal. Hab ich schon längst. Ja, sehr gut, dann komme ich zu dir. Beziehungsweise jetzt. So, ich habe jetzt einen anderen, habe ich einfach selbst gekillt. Ne? Ich habe es gemacht. Chef hat es alleine gemacht. So. Na, da kommt der Countersmoke, der Einzige, der auf mich hört. Der hört mich nicht mal. Aber hört auf dich, obwohl er dich nicht hört. Das dich hört. Ist das nicht, macht euch das nicht irgendwie. Lead, follow or get out of the way. So. Get out the way. Lead, follow or get out of the way. Geh da lang, Feind. So, jetzt sind wir hier im Gebäude. Seid ihr auch da? Ich bin da. Ich bin immer für dich da.
Ich bin bei Countersmoke. Looten und dann schnell weitergehen. Ja, okay. Feindlicher Helikopter über uns. Da, bin mir nicht sicher. Okay, ich habe hier nichts mehr. Ich würde sagen, wir gehen runter und versuchen. Ja. So, ich habe noch einen gekillt, weil ich so mega krass bin. Ich bin da, ja. Achtung, da ist noch welche. Da. Ach, Böde, du bist das. Ja, ja. Wo ist der Rest? Okay. Ich weiß nicht. Ich bin so mit Skill 106 sind ganz viele Gegner, Leute. Merkt es euch schon mal. 106. Jetzt nimm die Scheiße hier. Jetzt habt ihr das gehört. Irgendwas mit 6? 106? 106 sind ganz viele Gegner. Okay, dann an die Fenster Richtung 106. Passt auf die Türen auf, macht die Türen zu und geht an die Fenster. Simon, du musst mehr Platten nehmen. Du hast keine Platten. Barrikadiert. Na egal. Danke. Vielen Dank. Finde ich eine sehr sinnvolle Ergänzung hier. Ich bin immer für dich da. Warum? Mach das jetzt. Ey, ich hab was gehört. Sagt, wenn ihr Kontakt habt. Ich höre Schüsse. Ich höre einfach nur gefährliche Sachen. I did not have sexual relationship with that woman. Monika Lewinsky. Er hat Kontakt bei mir. Hab ihn. Hab ihn, noch einer. Scheiße, der hat mich. Eddie. Wo bist du? Gang. Ich bin der killt gerade Nils. Der andere kommt, der Kollege kommt. Ich kann mich in den Raum treffen. Ah, shit, aber es war ganz gut. Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Dein Teammitglied shit. Ist im Gulag. Mach ich ihn jetzt. Wer ist denn? Der Feind nähert. Guck, der hat auch schon wieder sein Loadout gehabt, ey. Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Front. Aber ich fand, das war doch eigentlich schon. Das war schon ganz okay. Okay, ich bin zufrieden mit euch. Ich würde euch nicht empfehlen für eine Beförderung, aber ihr dürft weiter in der Kantine euch ein extra Brötchen nehmen. Okay, ich habe ihn gar nicht erwischt. Aber wenn du verlierst, was? Du bist ein Soldat. Zeig diese Go, Simon. Er ist links in der Ecke an der Mauer. Links, wenn du rauskommst, da. Da, genau, in der Ecke, wo du hingeguckt hast. Jetzt ist er rechts gegangen. Rechts. Ich weiß nicht genau. Hinter dir. Sag mal, verarscht du mich gerade? Du verarscht mich, oder? Ich habe voll auf dich gehört gerade, Alter. Ja, ich sehe dich ja auch. Es war alles richtig, was ich gesagt habe. Er ist bei der Fahne. Er nimmt die Fahne ein. Schnell hin. Ach ja, okay. Aber der hat's gut gemacht. Der hat gesprungen, geschossen. Das kann ich nicht. Ich kann immer nur eins von beidem. Guckt's euch an. Sprungschüss. Tschüss. Sprungschüss und tschüss. Aber wenn du verlierst, ist es ab. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Alter, wie schnell. Hast du das gesehen? Krass. Machst du nix. Countersmoke ist noch im Spiel. Ja, ich habe schon die Reihenfolge festgelegt, wer wann wieder belebt wird. Und es bleibt dabei. Es bleibt dabei, ich als erstes. Punkt. Dann bewahrt er sein Geld auf, falls ich nochmal sterbe. Und kauft dir ein Self-Revive-Kit. Wenn er aber $8,000 hat, dann könnt ihr auch wieder mitspielen. Sehe ich das richtig? Wir spectaten jetzt einen wildfremden Menschen, den wir nicht kennen. Ja, aber jetzt zeig doch mal ein bisschen Respekt. Ey, der hat uns geholfen. Er ist Teil des Teams, Mann. Countersmoke. Ist so, Countersmoke. Der holt jetzt den Einser. Das ist sein Moment. Und wenn er jetzt gewinnt, haben wir auch gewonnen. Was lernen. Ja, vielleicht sehen wir auch einfach irgendwas, was wir noch nicht gemacht haben. Zum Beispiel auf Gegner. Ja, Kills wahrscheinlich. Du kennst auch Carsten. Countersmoke jetzt in die Holzhütte, meine Damen und Herren. Er hört die Kiste, findet er die Kiste, er geht die Treppen rauf. Dort auf dem Dachspeicher befinden sich die alten Unterlagen von Geronimo Franken. Mike. Franken, Mike. Vor allem gleich wird er irgendeinen von uns wiederbeleben. Und dann ist die große Frage, wen? Gucken wir mal, ob Countersmoke. Vielleicht lässt er sich vorher erschießen, um diese Wahl nicht treffen zu müssen. Vor allem auch der Name. Einer wirft eine Smoke auf dich, er wirft direkt eine Smoke zu Countersmoke. Was ist los mit dir? Ich glaube ehrlich gesagt, dass das so ein Kiffertyp ist, der sich halt sagt wie, ey, weißt du was, ich bin voll high, weißt du, wir müssen mal einen Countersmoke. So als einer schreit dich an und du hast keinen Bock mitzustreiten und Countersmoke sehen, ja. Es ist doch 100% so ein Kiffer, kann man ehrlich sein, oder?
Der liegt ja auch im Gras rum. Also ich glaube, wenn du das sagst, triffst du bei Warzone-Spielern einfach immer ins Schwarze, hätte ich gesagt. Anders ist es ja auch nicht auszuhalten. Ah, ich komm zurück! Der hat dich geholt? Ja, natürlich. Der fucking Counter-Smoke. Der hat mich geholt. Counter-Smoke. Der hat ja uns alle geholt. Wen hat er geholt? Der hat mich geholt. Der hat dich geholt. Counter-Smoke. Aber das macht doch gar keinen Sinn. Counter-Smoke. Den bestmöglichen Spieler holen. Nee, der Counter-Smoke hat gemerkt, dass ich mit ihm mitgegangen bin eben. Der hat gerafft, der Einzige, der auf mich hört, ein bisschen, ist ich war direkt neben, ich bin direkt neben dir gestorben. Das kriegst du zurück, wenn du treuer Kamerad bist, dass auch noch Lügen über dich verbreitet werden. Wenn du sei doch mal bist, auf meiner Seite. Du bist ja nicht auf meiner Seite. Auf unserer Seite. Auf mein Grab gekackt Seite. Hast Achtung, du gerade. Ja. So, wie sieht's denn aus hier? Sieht gut aus. Jungs, ihr seid gut dabei. So kann was werden. Oh, da kommt der Ring. County! County! Wie ich hier übergangen werde. Ist einfach Countersnap. 2000, aber er sammelt Kohle. Er hat einen Plan offensichtlich. 2100. Ich habe auch schon 200. Die hat man von Anfang an, oder? Aber es gibt auch noch 104 Leute auf der Map. Es stirbt einfach niemand. Außer uns. 105? Warum sind es jetzt einer mehr geworden sogar? Ach so. Ja, einer zurückgeholt. Ja. Ah, verdammt. Zurückgekauft. Jetzt sind es wieder 104. Die haben ihn wieder rausgeschmissen. Oh. Aus der Luft gesnipert wahrscheinlich. Übrigens, weil ich das gerade im Chat sehe, Leute fragen sich, warum... Nebel des Gift, dachte, ich renne schon. Dir. Ich ja. dachte, ich renne schon. Warum Simon mit Controller spielt am PC, das ist tatsächlich eine gangbare Alternative, wie ich bei Dr. Disrespect gelernt habe, weil das Auto-Aim gibt. Es gibt Auto-Aim. Ja, aber ich spiele deswegen, weil es nicht ging. Es meine Tastatur Auto-Aim. Ging nicht. Wie, es gibt Auto-Aim? Mit Controller. Ja, du hast du dieses, so, ja. dieses Klebe-Aim, was auch Halo hat, glaube ich. Aber dafür kannst du keine schnellen Drehungen machen. Du, also ich finde, ich habe eigentlich lieber die Tastatur. Nee. Also zum, bei so Spielen ja. Einfach Crossplay ausstellen, dann spielst du nicht mit den Pad-Schmocks. Entschuldigung. Ja, aber Pad ist ein bisschen angenehmer. Also auf dem Sofa macht's halt schon Bock. Ja, ich zock zu Hause auch. Aim Assist. Entschuldigung, Aim Assist, nicht Auto Aim. Auto Aim Assist. Auto Aim ist ein bisschen was anderes. Auto Aim Assist, Aim Assist, Auto Aim und Auto Assist Aim. Das sind unterschiedliche Sachen. Ey, wenn ich 100 Euro zahlen könnte dafür, dass jemand Auto Aimt für mich, dass jemand abgestellt wird, der nur mein Zielkreuz übernimmt, würde ich machen. Weiß ja keiner. Das geht doch einfach Counter-Smoke. Nimm mal das Geld. Ja, du hast auch noch eine Steuerung für dich. Hast du das Geld genommen? Ja. Gut. 700 habe ich. Gut, gut. Es reicht bald. Mir war schon bewusst, dass es dir primär darum ging. Ja, alles klar. Haben wir. Ich laufe Counter-Smoke hinterher. Der ist ja jetzt wie so eine Ente. Ne? Ich bin so ein Entenbaby und bin geprägt auf Counter-Smoke. Er ist alles, was mich noch interessiert. Den ganzen Tag denke ich nur, Counter-Smoke. Haben wir's. Mit deinen 700 haben wir 4000. Gib ihm die Kohle. Wie kann ich das machen? Tab und dann mit der Maus. Auf den Geldschein. Ja, Leute. Also, das geht doch nicht jetzt. Tastatur. Drücken am Digi-Kreuz. Warum gibt das mir? Er soll es doch nicht mir geben. Oh, jetzt gibt das dir, jetzt muss ich ihn kaufen. Shit, der hat es mir gegeben. Was mache ich jetzt? Ja, zur Kiste. Warte. Wo ist die Kiste? Da. Ich schaff das nicht zur Kiste. 260 Meter, dann kannst du mich zurückholen. Ja, das wird sicher gut funktionieren. Wir machen noch in der Reihenfolge. Dahin? In der Reihenfolge des Todes, Leute, oder? Dann bin ich ja dran. Leute! Lauf ich richtig? Ihr müsst mir helfen. Du siehst es doch vor deiner Nase. Ne, da sehe ich einen Fallschirm. Ich sehe keine Kiste. Ja, das ist die Kiste. Dann sag doch Fallschirm! Naja, und nicht Kiste! Das ist, da kaufst du einen Fallschirm für den toten Nils aus dem Himmel. Man sieht da einfach nur, dass er springt von seiner Glücksbärchenwolke mit dem Fallschirm runter. Dass du noch nie jemanden zurückgeholt hast. Ey, ich gebe mir so viel Mühe. Das machst du auch echt. Spielen. Du machst das auch echt klasse. Ich mach nur ein Scherzchen. Scherzchen? Hä? Warte mal. Ah, siehst du, das passiert nämlich! Was war das denn? Von hinten erschossen worden, keine Ahnung warum. Jetzt muss es Counter-Smoke richten. Aber ich dachte, der ist bei mir. Oh, da ist er schon. Nee. Siehst du, wenn das Entenbaby voranläuft, wird es geköpft. Schaffen wir noch eine schnelle Runde? Nee, ne? Simon kann noch eine spielen. Wir müssen runter. Ja. Okay, das ist doch eine gute Idee. Also, schade. Ihr wurdet mal wieder Zeuge, wie wir richtig gut gespielt haben. Simon macht noch ein bisschen mit euch Action. Spiel ich nur eine Runde alleine, oder? Ja, Counter-Smoke. Wir gehen runter, machen jetzt Bundesliga live, die super Show. Da gibt es eine Menge zu besprechen. Saisonabschlussfinale, Werder Bremen abgestiegen. Nico ist da, ihr wisst, es gibt viel zu beschnacken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer ein großer Spaß. Bleibt Gulag, Freunde. So. Ja. Okay, so, aber das gehen alle. Ich spiele nur ein bisschen weiter. Ich kann aber eigentlich gar nicht spielen. Ich kann nur Leuten zuschauen. Will ich das denn? Will ich doch gar nicht. Warum bin ich jetzt. Ist Counter-Smoke auch schon tot? Ja? Ja, ist tot, ne? Okay, gut. Dann mache ich aber nochmal spielen. Wenn keiner was dagegen hat.
Ich glaube an dich, Simon. Ihr habt mich jetzt so allein gelassen und mir hat keiner gesagt, was ich überhaupt machen soll. Mach's einfach eine Single-Runde. Das muss weg, aber vielleicht findest du ihn irgendwie bei deinen Freunden. Aber ist denn das Studio, zu dem ihr jetzt geht, nicht einfach nur 10 Meter Luftlinie von hier? Toffifee? Du hast hier eine komplette Packung Toffifee. Nein, jetzt hast du die original gesehen. Nimm sie. Nee. Nein, nimm sie, bitte. Ich will sie nämlich gar nicht. Ich will ja keinen Zucker mehr, aber ich habe sie vorhin geklaut. Und ich dachte, komm, die schnabulierst du die. Und ich bin fast dankbar, dass du sie jetzt gefunden und entdeckt hast. Gib mir nur einen. Gib mir einen, dann leg den Rest unten hin. Oh, Man kann eigentlich nicht nur einen Toffifee essen. So. Liebe Leute, jetzt machen wir mal eine richtige Amateurrunde mit euch. Okay, und los geht's. Haben wir schon direkt Leute gefunden. Ja, ich kann noch mal was zum Skin sagen. Also ich muss sagen, das Titelbild gefällt mir bisher noch am besten. Im Menü, die dicken Explosionen und alles. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man dem Spiel die Möglichkeit gegeben hätte, das in ein Battle Royale-Setting umzusetzen. Gebt mir einfach völlig überpowerte Helikopter, überpowerte Gegenwaffen. Verteilt quasi überall ein bisschen mehr Explosionen. So wie wenn man bei Worms einfach den Radius und die Coolness der Explosionen sozusagen einstellt, hochstellt. Hätte meiner Ansicht nach ein bisschen besser funktioniert. Damit will ich nicht sagen, dass das hier irgendwie nicht gut ist. Und es hat auch nichts mit Skill und so zu tun. Also ich meine damit, ich würde jetzt nicht besser spielen, wenn da bessere Explosionen wären. Aber dann würde es ein bisschen mehr diesen Action-Faktor unterstreichen, den ich persönlich eigentlich mir vorgestellt habe. Weil die Frage ist doch irgendwie, also man will ja eigentlich unterschiedliche Spielerlebnisse bieten. Und in dem Fall spielt sich das ja jetzt genauso wie all die anderen Sachen. Also ist es ja eigentlich nur der Skin. Und dann ist es ja eigentlich wieder nur eine Möglichkeit, ein bisschen Geld abzugrapschen. Für eine Karte und ein paar Skins. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man da eben auch ein bisschen am Gameplay rumgefeilt hätte. Nur für diesen Modus. Vielleicht bin ich da auch zu sehr noch aus dieser Modding-Szene von früher, wo einfach es jeden Mist gab als Mod. Da gab es zu jedem Spiel im Multiplayer-Modus immer die High-Explosion-Mod oder die irgendeine Action-betonte Mod. Oder manchmal hießen die auch eben Rambo oder irgendwas. Und dann war da eben alles ein bisschen extremer aufgedreht. Also so ein bisschen, ne, wie bei einer Band, einfach alles auf 12 von 10 hochgedreht. Und dann war das halt nicht die Hochzeit, sondern war das die Moshpit. So, das ist meine Erklärung dazu. Und das ist nicht wie unbedingt vom Krieg erzählen, weil das hat im Grunde die Mods von heute und die ganzen Sachen ja erst möglich gemacht. Ne? Ich weiß noch, wie Desert Combat als Mod anfing und dann ein eigenes Produkt wurde. Counter-Strike natürlich. Ah, okay, ich spiele alleine, ne? Ich habe kein Team, also ist es völlig egal, wo lang ich hier. Okay, ich versuche mal Nakatomi Plaza, damit wir zumindest noch einmal hier in diesem Dienstag-Setting kurz den Plaza mal gesehen haben. Jetzt mache ich früh den Fallschirm, damit ich vielleicht da noch hinkomme. Ich bin auf jeden Fall einmal oben drauf. Die ganzen ikonischen Szenen, zumindest im Kopf, nachdrehen. Da-da-da-da! Da-da-da-da! Die kommen alle zu spät, oder? Schaffen die es? Nein, verdammt, guckt's euch an. Sie alle landen. Das haben die genau abgetimt. Das wird nichts mehr für den Simon. Da sind die ganzen Waffen alle weggeschnabuliert. Da wird das alles schon weggefuttert sein. Nichts mehr bleibt übrig für den Simon. Das ist ja hier, so muss ich das fühlen. Wenn du ein Land bist, ne, was wenig Militärausgaben hat. Und dann alle schnappen sich. Die Amerika hat einmal alles schon gekillt. Ah, okay, nee, den habe ich jetzt extra mir nicht geholt. Weil, siehst du, der hätte mich nämlich gesehen. Der hat nur drauf gewartet. Ja, alle Waffen schon weg. Haben alles schon die Amis und die Russen und die Chinesen. Ah! Sie haben Feindbeschuss verlassen. Ist immer gut. So, eine Waffe wäre nicht schlecht. Angriffsfreigabe für alle Ziele. Oh, habe ich das hier? Ja. Da. Endlich mal ein bisschen Action-Mucke. Hätte ich mir noch mehr davon gewünscht. Aber die Sprüche sind gut. Also die ganzen Zitate in dem Fall von John McClane, die auch qualitativ hochwertig sind, finde ich. Sowohl von der Auswahl als auch von der, wie sich's anhört, also von der Qualität der Audioaufnahme. Ist das echt gut.
Oh, das ist echt, das sieht echt direkt aus wie im Film, ne? Also so die, wenn hier auch ein bisschen geballert wird und da ist noch dieser Kran oder was das ist, das sieht schon so aus, wie man es in der Vorstellung hat. Okay, kurz mal gucken, bevor ich hier viel, ja, das wollte ich nämlich rauskriegen. Ich werde von oben beballert, ist ja noch viel schlimmer. Ja, was soll ich denn machen von oben? Ah, ich kann nichts machen. Da, in Deckung kann ich gehen. Ich wollte nämlich zum Nakatomi Plaza springen. Aber das kann ich ja nicht, wenn da dieser Kampfhelikopter oben rumballert. Hallo, hallo! Ist der weg? Er ist weg. Ich bin der Allergeilste. Ich habe ihm Angst gemacht. Ist hier vielleicht noch was? Irgendwas zum Einsammeln? Eine Waffe? Nee, na toll. Ach, den. Sowas macht man nicht, ne? Aus der Entfernung ballern, das macht man nicht. Okay, jetzt machen wir das, was ich vorhin schon machen wollte. Ich springe da runter. Ah! Wo ist denn der schon wieder hin? Geile Actionnummer. Geile Actionnummer vom Simon K. Und direkt in den Schutz gegangen. In den Schutzraum. Da kommt bestimmt einer. Doch nicht. Die haben gar nicht gesehen. Ich war zu schnell. So, der Helikopter schrabuliert hier weiter rum. Haha, ein Glas ist dazwischen. Ihr könnt mich nicht treffen. Irre, das ist Kalifornien. Das ist Kalifornien, ja. So, jetzt gucken wir noch mal, wie es hier aussieht. Bin ich wie blockiert. Oh, da ist schon einer, ne? Der wartet jetzt nur darauf. Das finde ich ein bisschen schade, dass man eben nicht die ganzen Stockwerke einzeln ansteuern kann. Wie gesagt, ich hätte gerne sowas wie eine kleine miniaturisierte Version von Nakatomi Plaza zum Rumspielen. Früher war sowas ein ganzes Spiel. Es gab, glaube ich, 2 Die Hard-Spiele, eins davon Mod, eins davon finales Produkt, auch mit Marken und Lizenz, glaube ich. Und die haben auch Bock gemacht. Okay, hier ist er. Also das ist schon irgendwie cool, so diese ganzen Dinger. Also das ist natürlich, ich erkenne jetzt nicht die Architektur wieder. Das, aber man kennt natürlich die Details des Films ein bisschen. Wie diese Modelle des Nakatomi Plaza. Ich nehme an, die sind hier häufiger noch. Oh. Was ist denn mit der Tresortür? Die geht nicht auf, ne? Die geht ja nur auf, wenn die ganzen Schlösser alle auf sind. Ich nehme an, es gibt ein Event im Spiel, bei dem die dann tatsächlich aufgehen. Was will denn der scheiß Helikopter da draußen? Das ist ja wie im Spiel hier, wie im Film. Das FBI, was einen einfach nur nervt. Ah! Zuerst machen wir das Licht aus, dann kommen wir mit Helikoptern. Und dann scheißen sie sich ein. Ich bin ein fucking Actionheld! Okay, das ist wirklich krass, dieser dumme Helikopter. Hast du denn keinen anderen? Der verfolgt mich jetzt einfach schon die ganze Zeit. Und die Tresortür geht nicht auf, dabei bin ich ein Schatz und sollte bewahrt werden. Okay. Dieselbe Scheiße passiert demselben Typen. Zum 185. Mal, dass ich diese dämliche Treppe hochlaufen muss. Ah, das ist geil, ne? Das ist dieser mechanische, dieser Service-Tunnel, diese, wo der Kampf auch ist, ne? Wo der eine Düdel mit dem, mit den langen blonden Haaren mit dieser Kette erhängt wird. Feindlicher Präzisionsluftschlag, in Deckung! Na, was soll der hier schon machen? Da war doch eben einer, Mann. Was? Was? Ach komm! Gerade in dem Moment, in dem ich die fucking Tür aufmache, spratz. Oh, wer ist das denn? Bam! Ja. Ah, mein nochmal den Gulag. Komm, machen wir nochmal kurz den Gulag. Kurz mal gucken, was ihr so sagt. Zurück zum Spiel. Was? Nein. Nein. Zurück zum Spiel. Oh. Das ist der Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden.
Komm, den Gulag machen wir noch. Den Gulag holen wir uns noch schnell. Du bist als nächstes dran. Ich bin als nächstes dran. Das ist immer die Frage, ne, wo man da lang gehen muss. Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Front. Aber wenn du verlierst... Ich könnte auch einfach mal hier an dem Wasser mal stehen bleiben. Normalerweise... Okay, wenn er hier jetzt nicht kommt... Okay, der kommt da von hier. Ja, da oben. Ah, ich dachte irgendwie, er wäre noch oben. Aber ich habe auch eine Rauchgranate geworfen. Das ist ja bescheuert. Ah, okay, da kann man sich so runterfallen lassen, ja. Das sind die kleinen Tricks, meine Freunde. Und auch heute sind wir am Ende. Wir haben das, wie gesagt, erstmal angespielt, die 80er-Nummer. Wenn es gut ankommt, ich mir schwerer vorstelle, als es am Anfang dieses Beanstags für uns geklungen hat. Wenn das wahnsinnig gut ankommt bei euch da draußen, dann machen wir das auch nochmal. Ansonsten könnt ihr gerne jetzt in den Kommentaren, wenn ihr es als VOD seht oder auch jetzt im Forum oder so, könnt ihr gerne da mal Ideen posten. Was können wir als nächstes spielen? Welche Mod kommt demnächst raus? Welcher DLC? Wo ist was Altes, was wieder neu aufgedreht wird? Wo können wir mal so richtig schön den Beanstalk rauslassen? Vielleicht irgendwas, wo Teamwork nicht unbedingt essentiell ist? Vielleicht etwas, wo man koopmäßig spielen kann, aber nicht zusammen unbedingt spielen muss. Das funktioniert bei uns immer besonders gut. Drei Solo-Künstler tanken super. Nächstes Mal hier beim Beanstalk. Und jetzt kommt für euch natürlich die Bundesliga mit dem, was das Leben erst so richtig prickelnd macht. Wenn das Runde ins Eckige geht. Oh, das lieben wir. Rein, raus. Das alte Ball-rein-raus-Spiel. Und am Ende wird geschiedsrichtert. Bis dann.